uns aufschalten und Mit dem Dunkeln ist besser. so, dann sind wir online. Ja, ich darf euch alle nochmal ganz herzlich begrüßen zu unserer heutigen Mittagveranstaltung. Ich hoffe, wir haben nicht nochmal die technischen Schwierigkeiten. Es lag, wie heute Morgen, es lag in der Tat wirklich an diesem kleinen Teil, ein Netzwerkadapter, der uns von der Fahne gegangen ist. Und wir hatten dann aber Glück und konnten Ersatz besorgen und hatten dann doch zum Glück später einigermaßen und eine stabile Leitung gehabt, die wir jetzt auch haben. Heute Mittag, ja, dabei der Kriegel Maurer, zugeschaltet aus der Schweiz. Den Kriegel, den kennen sicherlich ganz viele von den X-Alps, aber das ging schon viel früher los beim Kriegel. Ich glaube, es sind jetzt irgendwie knapp 20 Jahre, die er irgendwo in über Begriff Wettbewerb dabei ist. Fliegen schon ein bisschen länger, denke ich, ne? Aber Wettbewerb schon als Junior und ging dann weiter mit allen möglichen Wettbewerben bis vom Akrofliegen über Schweizer Wettbewerbe und wie gesagt, diese doch bekannten X-Alps. Ja, da wird er euch eine Menge zu erzählen. Wir freuen uns, dass er heute da ist und ich schalte jetzt mal in die Schweiz. Kriegel, grüß dich. Ja, hallo Klaus, hallo Flugschule Papio und hallo liebe Flieger. Ich hoffe, euch geht es allen gut und ich freue mich, euch mitzunehmen auf den spannenden nächsten 2 Stunden. Ich habe ein paar Bilder und Videos vorbereitet, habe aber auch ein paar Fragen, die euch vielleicht weiterhelfen für diese fliegerarme Zeit durch den Winter und aber auch nächsten Frühling dann wieder, wenn es richtig losgeht. Ich hoffe, technisch funktioniert alles, ihr könnt mich hören. Und vielleicht noch, wenn ihr doch so ein Blatt zu euch nehmen wollt für Notizen, einfach bereitlegen. Ich habe dann 2, 3 Fragen oder wenn ihr Fragen habt, das ist hilfreich. Und sonst würde ich sagen, lege ich mal los mit dem Teilen meines Bildschirms. Ich habe eine Präsentation vorbereitet. Ich habe da ein paar Pausen eingeplant, aber ich würde sagen, wir schauen, wo wir da hinkommen. Geplant werden so circa 2 Stunden. Gut, Gleitschirmfliegen ist ja meine Passion, meine Leidenschaft, mein Hobby, es ist mein Beruf, es ist alles zusammen. Ich bin da in Adelboden in einem Bergdorf im Berner Oberland in der Schweiz aufgewachsen. Ich habe nach der Schule mal Maurer gelernt und mit dem Fliegen kam ich aber schon ganz früh in Bekanntschaft. Und die meisten kennen mich wahrscheinlich durch die Resultate, durch die Medien, vor allem durch dieses Red Bull X-Alps, welches ich 2009 das erste Mal in Angriff genommen habe und letzten Sommer 2019 zum sechsten Mal da in Monaco gesund beenden konnte. Schlussendlich bin ich selbstständiger Gleitschirmpilot, Athlet, zweifacher Familienvater und das ist so mein Lieblingsarbeitsplatz. Fliegend am Gleitschirm, sei es bei Wettbewerben, aber auch beim Training. Und so ein paar Bilder, wie das ausschaut, wenn ich da unterwegs bin, habe ich für euch in einem ersten Video zusammengestellt. Film ab.
Ja, als ich so 3, 4 war hier, kam ich durch meine Eltern auf die ersten Berge. Das war für mich damals nicht immer ganz so toll. Ich habe das erst später dann entdeckt, wie toll das ist, auf Berggipfel zu steigen. Aber was ich toll fand, ist, dass meine Mutter mir so ein erster Gleitschirm genäht hat, mit dem ich üben konnte. Üben, weil mein Vater hat damals die Flugschule besucht. Das war im 86. Das war eine der ersten Schulen, die das angeboten haben. Und mein Vater als Bergsteiger hat die Lizenz gemacht, um eben bequem absteigen zu können. Und mich hat das fasziniert und habe dann irgendwie auch fliegen wollen. Das ging dann damals natürlich noch nicht, aber mit diesem kleinen Schirm konnte ich üben und habe gespürt, dass ich das wirklich will. Ich musste dann warten, bis ich 16 war, bis ich da die Lizenz hatte. Und damals, kann ich mich erinnern, war es für mich schon so, dass ich dachte, jetzt kann ich fliegen. Aber ich habe mich dann schon immer wieder gewundert, wie es die anderen machen, die da höher und schneller und weiter fliegen. Und ich habe dann versucht, auch im Gleitschirmwettbewerb eben zu lernen, wie man schnell fliegt. Ich wollte ja damals auch immer höher und weiter kommen. Und als ich dann mal an einem guten Sommertag über alle Berge hinaus steigen konnte, hier auf fast 4000 Meter über Meer, über meine Heimat, da habe ich auch realisiert, dass ich mit diesem Flügel auch fast grenzenlose Freiheit habe, und das hat mich richtig gepackt und motiviert, und da hatte ich nichts mehr anderes im Kopf. Und ich hatte auch viel ausprobiert und riskiert, und meistens kam es gut, ab und zu aber ging es in die Hose. Ich habe dann schon früh mit 16 eben realisiert, dass man mit dem Gleitschirm sich auch sehr in Gefahr bringen kann, dass dieser Sport nicht einfach so zum Spaß gemacht werden kann. Man muss das also seriös machen und schon immer auf der Hut sein, dass es gut kommt. Und das war 1998, als ich da zu Hause möglichst bei der Haustür landen wollte. Es hat eigentlich gepasst, außer dass der Schirm auf dem Hausdach war. Und ich musste lachen, letztes Jahr habe ich trainiert für X-Alps, selber Landeplatz, selbe Situation. Eigentlich habe ich noch nichts gelernt, aber das ist halt so beim Fliegen, wenn man da auf kleine Plätze landen will, geht es halt nicht immer ganz, ganz gut. Hier war es zum Glück nur etwas Zeitaufwand und kein Schaden. Im gleichen Wettkampf habe ich mit Swiss Cups, Schweizer Meisterschaften, mich dann qualifiziert für Weltcups, und das war dann 2003, als ich in Italien der erste Weltcup gewinnen konnte. 2004 wurde ich Europameister und konnte dann auch international beginnen, um die Welt zu reisen. Das war für mich wiederum etwas ganz Tolles, und ich konnte bis heute sehr viele schöne und wichtige Titel erfliegen und gewinnen. Aber für mich eigentlich wichtiger als diese Titel sind, was kann ich mit diesem Stück Stoff alles erreichen? Diese Faszination, das Fliegen an und für sich, und dann noch, was kann ich damit machen? Die schönen Situationen und die spannenden Situationen auch mit einem Fotografen festhalten. Das hat mich immer wieder interessiert, und das mache ich bis heute gern. Schlussendlich habe ich verschiedene Disziplinen dann gemacht. Es fing eigentlich an oben links mit dem normalen Wettbewerb fliegen, wo es darum geht, möglichst schnell die vorgegebene Strecke zu fliegen. Das ist auch viel Taktik dabei. Im Gegensatz oben rechts die Streckenfliegerei, einfach die besten Tage im Jahr erwischen und dann möglichst lange und weit in der Luft sein. Diese Faszination motiviert mich auch immer wieder, da möglichst viele Punkte im X-Contest zu sammeln. Unten links das Akrobatikfliegen habe ich seit 2004 immer gepusht und auch fasziniert, der diese Manöver geübt und konnte es auch dort zum Vize-Weltmeister im Synchronfliegen bringen. Heute beschränkt sich diese Tätigkeit eher aufs Training, fit bleiben in diesem Sinne und aber auch ein paar Akro-Shows bei Events, wo wir fliegen können. Viel mehr Zeit investiere ich jetzt für unten rechts, für dieses Hike-and-Fly. Disziplin, welche ja nebst dem Gleitschirmfliegen auch die Ausdauer und die Teamleistung zählt. Dort habe ich auch die Ziele für nächstes Jahr angesiedelt. Sonst bin ich als Athlet
auch nebst dem Training unterwegs meine Erfahrung weiterzugeben, sei es beim Tandemfliegen, aber auch Piloten bei ihrem nächsten Schritt weiterhelfen als Coach. Die Personal Training biete ich an und ja, vielleicht auch so wie heute bei diesem Referat, wo ich diese Erfahrung gerne weitergebe und mich freue, wenn andere Piloten nicht die gleichen Fehler wie ich nochmal machen. Ja, schlussendlich ist Gleitschirmfliegen also eine Mischung aus genießen und sich anstrengen, um weiterzukommen, um auch sicher zu fliegen. Wenn ich mich da ans Training mache, überlege ich mir immer, was kann ich heute anhand vom Wetter üben oder trainieren, damit ich dann auch generell sicher unterwegs bin oder beim Wettbewerb eben effizienter und schneller vorankomme. Und so gestaltet sich eigentlich meine Flüge aus etwa 3/4 Trainingszeit und 1/4 Wettbewerbszeit, wo ich da unterwegs bin. Jetzt möchte ich euch mitnehmen, Juni 2019, also letztes Jahr im Sommer, wo wir bei diesem Red Bull X-Alps am Start waren, hier am Mozartplatz in Salzburg. Ich weiß nicht, ob einige von euch auch da waren. Es waren viele Leute da, das hat uns natürlich gefreut und motiviert. Wir waren da 32 Athleten, alle super fit, super Ausrüstungen und dementsprechend auch bereit, da das Beste zu geben, um die nächsten 1138 Kilometer Luftlinie und 13 Turnpoints in Angriff zu nehmen. Und es war wirklich gut, ging es dann um Mittag los, weil die Anspannung war da, man hat sich gefreut und eben schon lange drauf gefreut. Und es ging dann erstmal zum Geisberg hoch. Der Geisberg hier war der erste Turnpoint, waren sehr viele Zuschauer da. Und für uns war toll, es war trotz dem nicht ganz idealen Wetter doch fliegbar. Wir konnten das in die Luft. Wir konnten da loslegen Richtung Wagrain. Die 60 Kilometer, die vor uns lagen, waren dann fliegerisch zumindest mal im Kopf nicht mehr so weit. Wir flogen da ins Hinterland. Hintersee ist auch der passende Name. Es ist immer wieder ein bisschen gestiegen, aber dann war einfach die Wolkendecke zu dicht und wir flogen da praktisch das geschlossene Feld ins Tal rein, wo es dann nicht mehr hoch ging und wir haben da alle landen müssen, den Schirm gepackt und zu Fuß eben weiter aufsteigen. Das war so die ersten 3 Stunden von diesem Rennen 2019. Das war so die typische Situation. Man war mehrere Athleten zusammen, man hat sich überlegt, wo geht's weiter, wo gibt es den nächsten Startplatz. Ich selber habe mich ja da nicht ganz so gut vorbereitet am Anfang, weil ich dachte, die Locals, vor allem Paul Guschelbauer, Simon Oberauner, die wissen da sicher haargenau, wo man da weitergeht, wo die schnellsten Wege sind, bei welchem Wetter man sich wo bewegt. Doch leider wussten die dann auch nicht so richtig, wo und wie jetzt weiter. Und das war dann schon so ein typischer Moment, wo wir merkten, wir hatten ein Abenteuer gebucht und jetzt hatten wir das Abenteuer schon eigentlich früher, als uns da lieb war. Aber das ist halt typisch. Man hat versucht, das Beste daraus zu machen. Ich habe zwar die Situation da nicht genau im Griff gehabt, aber die Strategie für dieses Rennen hat eigentlich dann super funktioniert. Und zwar haben wir uns überlegt, diesen Ablauf, diesen Prozess, dass wir den gut lernen im Team, weil meine Supporter waren ja unten im Tal auf der Hauptstraße. Wir waren da oben in den Bergen und hatten schwierige Situationen, weil wir noch halbes im Wald waren und die Wolkenbasis zu tief war. Und das ist eigentlich wichtiger, dass man weiß, wie man vorgeht, als das Wissen. Also wenn die Locals da genau wissen, wo man da durch kann, ist es vielleicht schon gut. Aber wenn sie dann eben nicht wissen, dann hat man auch keinen Vorteil. Und unser Prozess war eigentlich immer gleich. Schauen, wo sind wir? Was ist das mit dem Wetter? Was sagt der Wetterbericht? Und was ist der nächste Schritt, wo man machen kann, der Sinn macht? Ohne sich zum Beispiel wie da an diesem Tag auf einen Berggipfel zu begeben, der in den Wolken steckt, der dann auch wie eine Sackgasse wäre. Also, dass man da doch ein bisschen aufpasst.
Und ich möchte euch jetzt am Beispiel vom Tag 4 etwas näher zeigen, wie wir vorgehen, was unsere Überlegungen sind und was es dann für Details braucht, um so einen Flug zu machen. Der vierte Tag ging da von Landeck in Österreich über die Schweizer Grenze nach Davos und dann bis nach Meiringen, hier grün dargestellt. Ich weiß nicht, Klaus, kannst du mal mit dem Daumen zeigen? Siehst du diese rote, der rote Zeiger? Wenn ich da was zeige, sieht man das? Ah, super, da kann ich das da mit der Maus zeigen. Der Tag startete um 5, eigentlich wie jeder Morgen, also praktisch um 4.45 Uhr aufstehen, anziehen. Mein Supporter Andi hat mir jeden Morgen um 5.05 Uhr einen Kaffee gemacht. Das war so das Morgenritual. Dann ging ich mal zu Fuß, bis es hell wurde. Und da haben wir uns irgendwo dann wieder getroffen. Das war dann meistens so nach 5-6 Kilometer. Und dort haben wir gefrühstückt. Wir hatten dann geschaut, wo sind wir und was machen wir heute. Und da gab es natürlich immer dieselben Fragen, nämlich wie geht es weiter hier im konkreten Fall? Wie komme ich über die Schweizer Grenze? Die ist noch im Schnee, das ist relativ hoch, das ist relativ komplex. Dann, was macht das Wetter genau? Also wir hatten neueste Modelle angeschaut und Prognosen. Dann, wie weit kann mich das Team begleiten und supporten und wo nicht mehr? Und was machen wir, falls es richtig effizient wird, wenn wir beim Turnpoint Davos, wo ich diese Tafel unterschreiben muss, wenn ich dort bin, wie geht es dann weiter? Also das waren so die Fragen, aber auch die Unsicherheiten. Und gegenüber dem haben wir aber auch geschaut, was hat schon gut funktioniert. Zum Beispiel eben die Strategie, sich zu überlegen, wo sind wir, was können wir als nächstes machen, was braucht es dazu. Das hat gut funktioniert. Ich war noch gesund und motiviert und das war eigentlich das Wichtigste. Dann war es mal schön Wetter, die Sonne kam und ich hatte Hoffnung, dass es ein bisschen Thermik gab. Aber wann genau, wo die Thermik, wie gut ist, wie hoch es geht, das habe ich an diesem Moment noch nicht eigentlich hinterfragt, weil es noch gar keine Rolle spielte. Dann das Wichtige, was eigentlich immer gut funktioniert, ist so Step by Step schauen, nicht sich überlegen, was mache ich heute Abend, sondern einfach nur die kleinen Schritte, die aber richtig gut machen. Und dann eben sich da schauen, dass man vom Frühstücksplatz zusammen noch einen nächsten Treffpunkt abmacht, um dann eben von dort wieder weiterzuschauen. Und was brauche ich bis dann? Eben genug Essen, einen Gleitschirm und einen guten Plan. Ein Plan B, wenn der nicht funktioniert, und dann kann ich los. Ein Stück konnte das Team ja jeweils noch mitfahren. Dann ging ich aber meist alleine weiter. An diesem vierten Tag hatte ich Glück. Die Supporter und der Kameramann konnten mitkommen bis zum Startplatz. Da ging es dann darum zu schauen, wann setzt die Thermik ein. Ich habe meistens die Aufwinde vor Ort dann versucht zu interpretieren. Ich habe vielleicht geschaut, gibt es Vögel oder Wolken, die schon steigen. An diesem Morgen war es relativ blau und ich habe dann anhand vom Aufwind einfach mal einen Start riskiert. Ich ging ja meistens ein bisschen weiter hoch, um dann im Fall, dass es nicht steigt, gleich wieder landen zu können, um nochmal zu warten. Also das war dann nicht immer so voll riskiert, sondern so ein bisschen versuchen und hatte auch an diesem Morgen das Glück, dass schon um 9:30, dass ich da steigen konnte und man sieht am Horizont schon, dass es Wolken gab und das waren sehr gute Zeichen für diesen Tag. Und das hat dann super funktioniert. Ich konnte da schon vor dem Mittag auf über 3000 Meter aufsteigen und das war richtig, richtig motivierend, weil doch die Situation nicht ganz einfach war, hier Richtung Westen über diese Berge zu kommen. Hier die Passstraße, da war ja noch im Wintersperre, also da war ich dann wirklich allein. Ich hatte zwar schon hohe Schuhe, Gamaschen, viel Essen, Trinken dabei, aber ich wollte natürlich nicht da irgendwo im Schnee landen und habe mich dann auch versucht, darüber zu basteln. Leider muss ich dann noch mal kurz landen, hochgehen,
und konnte dann weiterfliegen Richtung Davos. Es hat mich nicht eigentlich viel Zeit gekostet, war auch nicht gefährlich und daher war es dann sehr effizient. Ich war da kurz nach dem Mittag im Anflug auf diesen Turnpoint in Davos. Der Turnpoint war unten am Wolfgangsee. Dort war diese Tafel mit dem Live-Tracking. Konnten viele Leute erahnen, dass ich da komme, dass ich da zu treffen bin. Für mich war es ein bisschen hart, weil eigentlich habe ich ja da gewusst, die Leute sind hier, um mich zu sehen, um Fragen zu stellen und alles. Und ich wollte eigentlich denen auch Antwort geben und Zeit haben für die. Ich habe auch gewusst, wenn ich jetzt am Boden stehe, dann muss ich am Abend sicher mal viel länger gehen, um dieselbe Strecke zu absolvieren, wie wenn ich jetzt in der Luft wäre. Also der Tag war wirklich gut. Und so habe ich mich da leider beeilt, bin da hoch, nicht allzu weit, habe wiederum hier am Hang gehofft, dass es steigt, bin dann in die Luft und gestartet und konnte da direkt an Höhe gewinnen, um eben Richtung Titlis voranzufliegen. Ich habe dann über dem Dorf ein Vogel steigen sehen, eben wieder klare Anzeichen für Thermik und mit der Thermik kam ich dann direkt über dem Dorf über 3300 Meter hinauf. Und diese Höhe war dann auch wichtig, um zu diesem Tal rauszukommen, also weiter Richtung Turnpoint Titlis voranzukommen. Man sieht hier, es war zum einen konsequent eben einfach weiterzugehen. Man ist ja im Wettkampf, man muss pressieren. Zum anderen hatte ich aber auch noch etwas Glück, dass ich da gute Thermik erwischte und da relativ schnell und effizient nach Chur, dann in die Surselva, in das Tal von Chur, Flims Richtung Oberalpass hinaufkam. Und dann ging es eigentlich sehr flott voran. Diese GPS-Trackspur analysieren wir später noch genauer, wenn ich da zur Streckenflugtaktik komme. Schlussendlich, was dann entscheidend war, ist die Landung am Titlis selber. Die war alles andere als selbstverständlich. Der Tag drehte sich nicht optimal. Also es gab immer mehr Gewitterwolken, Schatten und schwache Thermik. Und am Ende war auch einfach der Abend, die Sonne, die dann weg war. Und ich konnte da mit viel Geduld und letzter Thermik den Gipfel erreichen und oben auf 3000 Meter beim Turnpoint einlanden. Das war dann für mich schon so eine Riesenerleichterung, eine doch hohe Hürde von diesem ganzen Rennen. Das war etwa die Rennhälfte und mit weitestem Abstand der schwierigste Punkt, der zu erreichen war. Und eben diese Unterschrift auf dieser Tafel, das war eine große Erleichterung. Schlussendlich hat das Wetter dann völlig zugemacht. Die Wolken wurden immer größer und von Westen kam Regen. Im Westen war ja auch noch eine Flugzone, eine CTR, die zum Zeitpunkt, wo ich gelandet bin, noch aktiv war. Also ich musste dort sowieso noch ein paar Minuten warten. Danach kam der Regen und ich musste nochmal warten. Und ich hatte eigentlich das erste Mal im Rennen richtig Zeit für die Kameraleute, aber auch für die Fragen der Fans da zu sein. Und es war für mich eigentlich ganz entspannt. Und ich vertraute den Wetterprognosen, dass es eben am Abend dann aufklart. Der Wind war nicht das Problem und ich dann ins Tal fliegen kann. Und ja, das war so ein typischer Tag. Irgendwann mal kam dieser Punkt, wo alles passte. Ich konnte starten und da weiter Richtung Westen voranfliegen. Und am Ende gab es dann nochmals eine ganz spannende Entscheidung mit dieser Landung hier. Es war eine typische Frage von wie viel Risiko für wie viel Geschwindigkeit. Ich hätte rechts unten im Tal auf einer großen Wiese landen können, aber hier war alles voll Wald und es hatte nur eine kleine Lichtung und die habe ich dann schlussendlich erwischt, war somit auf dem schnellsten Weg eigentlich weiter Richtung Eiger, Turnpoint Eiger und Mobla. Und am Abend um 10:30 waren wir da auf einem Parkplatz. Das Team war da, wir hatten super Essen
Und ich habe mich wirklich gefreut, dass es eben doch eher weiter gereicht hat, als ich gehofft oder geplant habe. Aber es war das Flugwetter, das besser als erwartet war, etwas weniger Gewitter. Und so war ich da überglücklich im Bett schlussendlich und konnte gut schlafen. Wenn man zurückdenkt am Abend, wie war es am Morgen, als man sich große Fragen stellte, diese Unsicherheiten? Und am Abend weiß man dann alles besser, oder wenn man den Flug absolviert hat, weiß man eigentlich genau, was man wie hätte machen müssen. Und die Frage ist halt immer, was braucht es? Was braucht es, um das auch auszuhalten? Und das ist jetzt vor der ersten Pause noch etwas, was ich euch mitgeben möchte. Für mich war so ein Zitat von Isokin Berg, die gesagt hat, wenn man als Experte etwas verunsichert ist, dann ist man eigentlich im besten Zustand. Und sie will damit eigentlich sagen, dass wenn man nicht so richtig weiß, wie man es machen kann, in dem Moment beginnt man sich richtig zu informieren und dann hat man auch die besten Infos, es eben dann gut zu machen. Und das sind für mich in diesem fliegerischen Alltag, sind es ja immer Unsicherheiten. Was macht das Wetter? Wie ist der Wind? Wie sicher bin ich unterwegs? Gibt es Luv oder Le? Und wenn ich es nicht weiß, aber ich bemühe mich drum, ich bin Experte in dem, was ich mache, dann informiere ich mich auch richtig, ich gehe richtig vor und so habe ich die beste Möglichkeit, das Optimum herauszuholen. Und dieses Zitat hilft mir immer wieder eben daran, mich daran zu erinnern, wie kann ich mich jetzt informieren, um eben den nächsten kleinen Schritt erfolgreich zu meistern. Und das gerade beim Abenteuerrennen ja viel wichtiger ist, weil man eben so viele Unsicherheiten hat. Gut, bevor wir da vom Titlis weiterfliegen, würde ich sagen, wir machen jetzt kurz Pause, kurz Toilette und dann würden wir in 5 Minuten hier weiterfahren. Ja, Kriegel, wir lassen es gerade so stehen mit dem Pausenbild, glaube ich, ist am besten und starten in 5 Minuten, oder? Ja, Passt? vielen Ja, Dank. super, so machen wir es. Habt ihr heute Morgen, Klaus, ich habe da nicht genau reingeschaut, war vielleicht ein Fehler, habt ihr jeweils auch eine Pause gemacht? Wie, ich kann dich nicht hören. Ich habe mein Mikrofon stumm geschaltet. Wir sind übrigens weiterhin online, ne? Wir zwei. Ich kann jetzt das Live-Chat nicht anhalten, macht aber auch nichts. Wer jetzt noch da ist und hört mir zu, ist auch gut. Also wir haben ja nur Pause genug gehabt, Zwangspause, bis dann der neue Adapter da war, den wir zum Glück noch beim Boris gefunden hatten und den ausgetauscht haben. Insofern waren wir ja ganz froh, dass es dann losgeht. Und dann war es auch schon 11:30, als wir den zweiten Run gestartet haben. Und ja, da ja noch ein Vortrag heute anstand, wollten wir dann auch nicht zu lange den ersten in den zweiten laufen lassen und haben dann so circa 1,5 Stunden durchgemacht. Und ja, aber jetzt haben wir ja Zeit, ja. Gibt es im Livestream Fragen? Kannst du die Fragen schon lesen? Also ich kann schon ein bisschen was lesen. Einer hat schon geschrieben, er hätte bei dem Präsenzvortrag jetzt schon mal laut applaudiert. Ich glaube, es war nach dem ersten schönen Intro-Video, den du gesendet hast, über die Präsentation. Fragen kamen noch nicht. Insofern denke ich mal, nee, im Augenblick nur, ja, die einen haben ein bisschen technische Schwierigkeiten gehabt, aber das liegt nicht an uns jetzt ausnahmsweise. Also bei uns ist Bild und Ton, glaube ich, ziemlich gut im Moment. Und ja, kann mal sein, dass der eine oder andere irgendwie da vielleicht ein Echo drin hat, aber das ist dann jetzt im Moment nicht von uns aus. So, aber jetzt richtig Fragen an dich habe ich jetzt live noch nicht. Sei noch mal auch erwähnt an euch da draußen, diejenigen, die also Fragen haben, immer ruhig in den Chat stellen. Wir sammeln das dann ein bisschen. Und
Ah, hier kommt jetzt die erste Kriegel. Wann kommt das Leid raus? Frage deiner. Ja, Ja, das das sind. können wir jetzt beantworten. Wir können sie aber auch mitnehmen, dass alle nachher die Antwort holen. Wir hatten ja gesagt 5 Minuten. Und wie viel Kalorien nimmst du an einem X-Alpstag zu dir? Also nicht zu, sondern sehr wahrscheinlich, wie viel verbrauchst du? Gut, ja, es werden einige sein. Ne? Also das waren so bis jetzt die beiden Fragen. Wie tastest du dich an die Bodenspirale heran? Wird jetzt noch gefragt. Also wie lernt man denn eine Bodenspirale? Und ja. Gut. Und da kommt nochmal von Axel die Bestätigung, Bild und Ton ist super bis jetzt. Also, Super, ah, ich bin Julian. auch wirklich erleichtert, dass wir das heute Morgen lösen konnten. Und ja, man wartet drauf, ein Dreivierteljahr hat das alles gut funktioniert. Und dann, wenn der Chef morgens neben mir sitzt, na, jetzt muss natürlich dieser blöde Adapter kaputt gehen. Ja, kurz nach unserem Test gestern Abend übrigens. Ne, das wäre wahrscheinlich dann schon. Und dann habe ich noch ja, weitergearbeitet, aber gedacht, dass es mit dem Neustart des Systems funktioniert, hat es aber nicht. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ja, jetzt hat's passt ja wieder. Okay, gut. Toll, vielen Dank. Und dann, ja, machen wir eine nächste Runde. Ich bin wieder raus, ich halte mich stumm. Perfekt, 2 Minuten noch. So, hoffe, alle sind wieder da. 5 Minuten sind schnell um. Wir fahren oder fliegen hier weiter. Ich habe euch versucht aufzuzeigen, was ich bei diesem X-Alps 2019 am vierten Tag so erlebt habe, was die Challenges waren. Und jetzt geht es so ins Detail. Und als erstes habe ich mal noch sagen wollen, dass dieser Moment, wo ich hier fliege, da auf über 3000 Meter, alles super, Gleitzahl 30,5, es war wirklich ein perfekter Moment und ich denke im Nachhinein, dieser Flug da über die Grenze und auch der Flug von Davos zum Titlis war für mich einer der tollsten. Der Druck war hoch, die Anforderung war extrem hoch und ich hatte selber große Erwartungen. Und schlussendlich konnte ich das meistern und ich war wirklich auch stolz auf mich und dass dieser Flug so geklappt hat. Meine Frage an euch ist jetzt, dass ihr euch auch kurz überlegt, welcher war dein tollster Flug? Egal, ob ihr jetzt zwei, drei Flüge habt oder die letzten 30 Jahre immer erfolgreich geflogen sind, macht euch doch kurz Notizen, was war aus eurer Sicht der Highlight-Flug? Schlussendlich gibt es immer viele, aber ich denke, wenn man sich sicher oder bewusster ist, was war ein guter Flug, dann wird es auch für die nächsten Fragen einfacher werden. Ja, bei diesen Flügen oder Resultaten sehe ich es ein bisschen wie, wenn man sich dieser Eisberg anschaut, weil über dem Wasser, das was aus dem Wasser ragt, ist die Leistung, die sehen alle von mir. Ich sage aber viel wichtiger als was man sieht, ist unter der Wasseroberfläche, nämlich meine Vorbereitung und auch wie gern ich das mache. Weil je mehr Volumen ich unter dem Wasser da bringe, je besser wird dann auch die Leistung sichtbar. Und diese Formel ist für mich auch so für die nächsten Schritte, für das X-Alps 2021 wiederum sehr wichtig. Ich weiß, wenn ich da über der Wasseroberfläche nur ein bisschen mehr zeigen will, dann muss ich so viel mehr investieren
jetzt und bis zum X-Alps, damit es dann auch klappt. Was heißt das? Ich zeige immer Bilder, wo es schön ist und alles klappt. Ich habe auch aber im Training viele Flüge, die schauen so aus. Das ist nicht unbedingt toll. Da hat es geregnet, es war windig und trotzdem bin ich geflogen. Und genau diese Erfahrungen, dieses Eis unter dem Wasser, das bringt mir eben dann im Rennen oder bei schwierigen Situationen Fähigkeiten, Erfahrungen, vielleicht auch die Ruhe, die es dann braucht, um sicher weiterzukommen. Es gibt auch einen Zusammenschnitt jetzt in einem Video, wo ich da rumgeflogen bin, wo ich das eine oder andere ausprobiert habe, wo ich auch die verschiedenen Disziplinen mal zusammengestellt habe, wo man ein bisschen Einblick bekommt, was ich mache, wie ich das da gestalte. Und ja, Film ab. Ich heb ab, nichts hält mich am Boden, alles blass und grau, bin zu lange nicht geflogen, wie ein Astronaut. Der Schnauze voll, die Köpfe sind leer, sitzen im Dreck bis zum Hals, haben Löcher im Herz, ertränken Sorgen und Probleme in einem Becher voll Wein, mit einem Lächeln aus Stein, uns fällt nichts Besseres ein. Wir haben morgen schon vergessen, wer wir gestern noch waren, haben uns alle voll gefressen und vergessen zu zahlen, lassen alles stehen und liegen für mehr Asche und Staub. Wir wollen alle, dass es passt, doch wir passen nicht auf. Die Stimme der Vernunft ist längst verstummt, wir hören sie nicht mehr, denn manchmal haben wir das Gefühl, wir gehören hier nicht her. Es gibt kein Vor und kein Zurück mehr, nur noch unten und oben. Einer von 100 Millionen, ein kleiner Punkt überm Boden. Ich heb ab, ich heb ab, ich zählt mich am Boden, alles blass und grau, bin zu lange nicht geflogen, wie ein Astronaut. Ich seh die Welt von oben, der Rest verblasst im Blau. Ich hab Zeit und Raum verloren, hier oben, wie ein Astronaut. Im Dunkel der Nacht, hier oben ist alles so friedlich, doch da unten geht's ab. Wir alle tragen dazu bei, doch brechen unter der Last. Wir hoffen auf Gott, doch haben das Wunder verpasst. Wir bauen immer höher, bis es ins Unendliche geht. Fast 8 Milliarden Menschen, doch die Menschlichkeit fehlt. Von hier oben macht es alles plötzlich gar nichts mehr aus. Von hier sieht man keine Grenzen und die Farbe der Haut. Dieser ganze Lärm um nichts verstummt, ich höre euch nicht mehr. Langsam habe ich das Gefühl, ich gehöre hierher. Es gibt kein Vor und kein Zurück mehr, nur noch unten und oben. Meiner von 100 Millionen, ein kleiner Punkt überm Boden. Ich heb ab, nichts hält mich am Boden, alles blass und grau. Zu lange nicht geflogen, wie ein Astronaut. Ich seh die Welt von oben, der Rest verblasst im Blau. Ich hab Zeit und Raum verloren, hier oben, wie ein Astronaut. Wie ein Astronaut. Im Anblick dieser Schönheit fällt mir alles wieder ein. Sind wir nicht eigentlich am Leben, um zu lieben und zu sein? Hier würde ich her für immer bleiben, doch ich bin ein Wimpernschlag, der nach 5 Milliarden Jahren nicht viel mehr zu sein vermag. Diese Erfahrungen. Diese Erfahrung vom Training, auch vom Wettbewerb fliegen, wenn sie positiv sind, geben mir die ein gutes Gefühl. Also ich versuche auch, positive Erlebnisse zu generieren und möglichst die negativen nicht. Also ich darf nicht einfach immer mehr riskieren, immer extremere Sachen machen, sondern vor allem die Sachen machen, wo ich weiß, die sollte ich sicher können und von denen einfach mehr. Und dann wird das Gefühl besser und ich freue mich mehr auf den nächsten Flug. Schlussendlich ist aber auch die entscheidende Frage, die ich mir vor jedem Flug versuche, bewusst zu stellen: Was ist mein Ziel vom Flug oder was sind meine Ziele generell, die ich als Gleitschirmpilot erleben will? Und diese
Frage ist eigentlich sehr wichtig, weil ich kann dadurch dann besser mich auch fokussieren, vorbereiten, das Material besser definieren und ich habe auch die größere Chance, auch positive Erlebnisse zu haben. Und das ist die nächste Frage an euch. Habt ihr euch schon mal überlegt, was eure Ziele sind? Und schreibt doch mal auf jetzt, was sind deine Ziele für nächstes Jahr? Ist das ein Flug? Ist das Anzahl Stunden, Anzahl Flüge? Ist das Anzahl an spezifischen Trainings? Oder ist das ein Flug an einem Ort, wo man machen möchte? Diese Ziele mal sich zu überlegen, jetzt im Winter, für nächsten Sommer, das macht sich Sinn. Eine zweite Frage ist generell, was macht es aus, dass du fliegst? Was motiviert dich am Fliegen? Warum gehst du immer wieder an den Berg, überlegst dir, ob du es machen sollst oder nicht, oder auch einfach, du gehst in die Luft und genießt es. Was ist es, was dich motiviert? Und die dritte Frage, wenn du jetzt ganz viele Möglichkeiten hast, auf was fokussierst du dich am meisten? Oder auf was würdest du dich am meisten freuen, wenn du nur noch einen Flug hast? Diese Fokusfrage ist für mich auch immer wieder an der Tagesordnung, weil ich halt so viele Möglichkeiten habe. Ich habe auch mehrere Ausrüstungen. Ich muss mich auch immer wieder fragen, was gehe ich jetzt trainieren? Und je mehr ich das fokussieren kann, je einfacher wird es für mich. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch einen Screenshot machen von den Fragen oder eben diese Antworten mal während dem Vortrag notieren. Gut, für mich ist dann auch vor dem Flug die Frage, wenn ich mir eigentlich den Zielen und dem Fokus klar bin, was braucht es? Was braucht es jetzt, um diesen Flug oder diesen Wettbewerb zu machen? Und meist braucht es nicht extrem viel, aber es braucht halt irgendwie ein paar Details, ein System, eine Strategie. Und ich habe mir die mal überlegt, am Vortag, vor dem Start, während dem Flug und nach dem Flug. Und das möchte ich jetzt gerne mit euch teilen. Jetzt wird es ein bisschen theoretischer. Also, das, wie gesagt, sind mal meine Gedanken, die ich in den letzten 22 Jahren immer wieder aufgeschrieben oder aufnotiert habe und ich die jetzt mit euch teile. Vor dem Flug oder vor dem Wettbewerb ist mal die Frage der Ausrüstung. Vom Fliegerischen her, was habe ich dabei, was funktioniert für mich gut, wo fühle ich mich wohl? Und ich denke so, dieses Dreieck vom Piloten, also von mir selber, zum Gleitschirm und vom Gurtzeug, das muss einfach zusammenpassen. Weil vielleicht kennt das die einen oder anderen, wenn man nur etwas davon ändert, dann fühlt es sich ganz anders an, bis man sich wieder daran gewöhnt und sich wohlfühlt. Dann haben wir Hilfen, elektronische Geräte. Auch dort ist die Frage, was führe ich mit, was brauche ich wirklich? Dazu komme ich später noch. Dann vielleicht auch die Frage vom sicheren Material, also Service machen, Schirm checken, Rettung packen und so weiter, damit man einfach auch dort nichts riskiert. Und von der ganzen Ausrüstung habe ich immer wieder gemerkt, wenn ich eine Checkliste mache, zumal was nehme ich mit, also was packe ich ein, oder auch wenn ich vom Flug zurückkomme und etwas vergessen habe oder falsch gemacht habe, dass ich mir das gerade aufschreibe, solche Erinnerungen helfen. Auch eben zum Beispiel jährliche Rettung packen, gleich im Kalender einschreiben. Dann, was ich mir auch jetzt schon überlegen kann, ist eben das Ziel. Was habe ich für Ziele? Ist es eine Aufgabe? Ist es vielleicht möglichst lange oder weit zu fliegen? Ist es ein besonderer Ort oder eine Strecke, die ich mal fliegen möchte? Diese Ziele mal definieren. Ich selber habe früher auch mir überlegt, bei welcher Wetterlage könnte man welchen Flug realisieren. Und dann hatte ich wie so eine Checkliste und wusste dann, wenn dieses Wetter mit Westwind eintrifft, dann könnte ich die und die Startplätze
Oder wenn der Südwind kommt, dann muss ich sicher weg von den Alpen, dann muss ich irgendwo im Norden der Schweiz fliegen gehen, damit es sicher ist. Alles so Sachen hatte ich dann so wie eine Liste und das hat mir geholfen. Dann Wetterprognosen, damit man eben schon Tage vor, vielleicht am Wochenende weiß, wo und ob es überhaupt zum Fliegen geht, so die grobe Einschätzung, auch bezüglich dann den Temperaturen, damit man das richtig einpackt. Dann vielleicht eine Strategie für den Flugtag und vor allem auch wissen, wo bekomme ich dann die aktuellen Werte am Tag her, wo ich mich dann auch informieren kann. Und schlussendlich kann ich mir dann auch überlegen, wo gehe ich hin zum Fliegen. Habe ich vielleicht noch Bedarf an Informationen oder kann ich da auf X-Contest oder in den DHV-Info schauen, wo es wie gut fliegt. Das sind dann so Sachen, wo ich in der Vorbereitung machen kann. Und schlussendlich ist ja diese Materialzusammenstellung ein riesen Ding. Am Anfang hat man die Flugschule, die hilft, das richtige Material zu finden. Und je mehr man da weiterkommen will und die Möglichkeiten sieht, je unsicherer wird man. Und für mich war dann irgendwann immer wichtig, eben das selber auszuprobieren. Man kann Flügel ausleihen zum Testen, man kann Gurtzeuge im Shop testsitzen, man kann Material, unterschiedliche Jacken mitnehmen zum Fliegen und sich dann ein Bild machen. Also es gibt da ganz viele Optionen, aber man muss es eben in der Vorbereitung schon machen, damit man, wenn man in die Flugferien fährt oder den richtig guten Tag hat, nicht dasteht und denkt, ah shit, habe ich jetzt nicht so gut vorbereitet. Ich habe ja auch für diese Hike-and-Fly-Rennen zudem noch so diesen Anspruch, möglichst leichtes Material mitzuführen, weil ich es ja schleppen muss. Und wir sehen immer wieder, dass zu leicht auch nicht ideal ist. Also man muss irgendwo so einen Kompromiss finden zwischen genug stabil für das, was man einsetzt, aber auch leicht, so leicht wie nötig, damit man Spaß hat. Klar, jetzt hier hatte ich einmal Pech. Ich hatte 5 X-Alps, 3 X-Pier gemacht, ohne einen Schaden. Und dann beim 6. X-Alps hatte ich beim Start ein Stacheldraht erwischt. Schlussendlich hatte ich auch Glück, ist nicht mehr passiert. Aber es hat mir diesen ganzen Speedback da zerrissen auf einer Seite. Und es brauchte dann 10 Minuten Reparaturarbeit nach dem Flug, wo ich das Ganze wieder kleben konnte. Zum Glück war es nichts Tragendes, das zerrissen ist, sondern nur die Verkleidung. Aber es zeigt eigentlich schön, dass wenn man eben zu leicht fährt oder fliegt, kann man auch dann Schaden erleiden. Und das Wichtigste vielleicht ist, dass man mit dem Material, wo man unterwegs sein will, richtig sich auseinandersetzt, übt am Boden beim Groundhandeln, aber auch beim Fliegen dann, sich eben sicher ist, was man damit machen kann und wo nicht. Und so bekommt man auch ein richtig gutes Gefühl für das Material, was man einsetzt. Und mit diesem guten Gefühl kann man dann auch die Flüge besser genießen oder beim Wettbewerb mehr herausholen. Bezüglich Instrumente, ich habe mir mal überlegt, ja, was brauche ich wirklich? Beim normalen Streckenfliegen ist für mich Speed, Gleitzahl, Höhe über Meer oder über den Lufträumen wichtig. Dann der Piepston fürs Steigen. Wie viel es steigt, ist mir eigentlich nicht so wichtig. Hauptsache, ich bin dort, wo es am besten steigt. Dann ein Telefon zum Kommunizieren, die Lufträume und ein Tracking, also dieses Live-Tracking, wo ich einfach im schlimmsten Fall auch gefunden werde. Dann vielleicht will ich die Bilder festhalten, filmen. Dann Batterie für das Variometer, GPS, aber auch für die Kamera. Das ist immer so die Frage von der Batterielebensdauer, dass ich dann genügend habe. Und bei der ganzen Elektronik ist halt immer wieder die Frage, wie viel Ablenkung habe ich. Und dort muss man sich schon einig sein, ja, wie viel Ablenkung kann man auch ertragen. Also beim Autofahren weiß man zum Beispiel, dass man zum einen fahren muss, zum anderen kann man ein bisschen am Navi rumdrücken oder telefonieren.
geht eigentlich, aber es ist auch eine Ablenkung und man muss da schon sich einig sein, was man haben will. Konkret von den Geräten, es gibt ja diese Kombigeräte, wo man Variometer und GPS und Karte und Live-Tracking alles in einem Gerät hat. Die sind relativ groß und schwer, aber bieten viel. Dann gibt es diverse App, wo man auf dem Smartphone haben kann und mit dem fliegen kann. Ich habe jetzt hier die ExitTrack auf Android, wo hier rechts dargestellt ist, wo ich dann auch individuell den Bildschirm gestalten kann, wo ich alle Daten, die ich will, inklusive Navigation drauf habe. Und so kann ich in der Luft navigieren. Und ich habe dann auch Navigation am Boden. Dieses OSM habe ich da daneben dargestellt. Das ist jetzt eine App, wo man alle Karten offline runterladen kann. Dann kann man ein Routing machen. Man sieht, wo die schnellsten Wege am Boden sind. Und das hilft mir dann auch bei den Hike-and-Fly-Bewerben, mich da am Boden zurechtzufinden. Es gibt noch viele mehr. Ich habe dann irgendwann mal mich für die entschieden und gelernt, mit denen richtig zu arbeiten. Das ist dann eigentlich das, was Effizienz bringt. Das ist eigentlich heute auf dem Markt alles gut und ein bisschen eine Frage der Darstellung und Handhabung. Dann habe ich noch ein Backup dabei, dieser Xtracer. Ich habe da, das ist eben das Kombigerät bei X-Alps, wo alle Athleten hatten. Dann mein Smartphone mit der Flug-App, Navigations-App für den Boden und unten rechts der Xtracer, der mit Solar betrieben ist. Den schalte ich am Morgen um 5 ein und am Abend um 10:30 aus und habe vom ganzen Tag alle Sekunden einen Punkt und kann das als Backup verwenden. Der ist auch mit Solar betrieben und das ist und der Batterie dauert kein Problem. Ich habe das Ganze auf einem Cockpit, wo ich da so beim Fahrzeug integrieren kann, damit ich das gut sehe, dass ich das auch bedienen kann. Ich kann mittlerweile auch während dem Thermik fliegen mit diesem Stift mein Smartphone bedienen. Ich kann auch telefonieren so während dem Fliegen mit der Lautsprecheranlage. Aber das habe ich auch jetzt über die Jahre optimiert und geübt, damit das eben relativ effizient dann funktioniert. Somit habe ich eigentlich dreimal ein Track dabei, ein Live-Tracking für die Homepage, die wird auch vom Flymaster generiert und die Kommunikation übers Telefon. Und so habe ich total etwa 750 Gramm Elektronik dabei. Wenn ich lange unterwegs bin, habe ich noch einen Zusatzakku fürs Smartphone, der dann nochmals 200 Gramm wiegt, also fast ein Kilo, das ist fast 10% der ganzen Ausrüstung. Das ist doch relativ viel, wo man da mitschleppt. Aber es ist halt auch auf ein Minimum optimiert worden jetzt so. Ja, auch in der Vorbereitung ein wichtiges Thema ist das Meteo. Ich muss sagen, ich bin da nicht ganz so der Vorzeigeathlet. Das können die Flugschulen, die Fluglehrer viel besser. Ich habe auf meiner Homepage so ein paar Links zusammengestellt, wo ich Wetter anschaue. Also ich habe mir meine Links ein bisschen rausgesucht, die dann auf meiner Homepage zusammengestellt, um eben da mein Meteo-Briefing am Morgen jeweils zu machen. Ich habe unterwegs auch häufig diese App Windy und am Rechner das Top-Task vom Deutschen Wetterdienst abonniert, wo ich da die Thermikprognosen dann rausnehme. Dann die Messwerte analysieren, wo man halt schauen kann, wie ist es im Moment, oder eben Kollegen fragen, wie war es gestern, wo würdest du heute hin? Das hilft eigentlich alles, eben Meinungen zu bilden, ein Soll-Bild zu machen, wie sollte es sein? Und so kann ich eigentlich dann den Startplatz wählen. Und das ist ja eigentlich was ich am normal zum Fliegen gehen mache, aber auch am X-Halbstag dasselbe. Was ich für wirklich lange Flüge mache, ist analysieren von X-Contest.
Oder ich zeichne mir Flüge mit XT-Planer. Gab es früher, jetzt gibt es FlyXC-App. Kann eigentlich dasselbe. Man kann sich Flüge zeichnen. Man sieht vor allem bei den Dreiecken, wo man wenden soll, damit man es dann in den in den Sektor schafft. Und ich erinnere mich zurück an meine Anfänge 2002, wo man diese Grundlagen noch nicht hatte. Man hat vielleicht Flugcracks gefragt, wie sie es jeweils machen, aber die haben das dann auch nicht mehr so genau gewusst und gesagt, ja, versuch einfach mal. Und jetzt über die Jahre wurde es immer besser, man findet mehr Infos und man weiß, bei welcher Wetterlage was möglich ist. Und auf der anderen Seite sind dann auch die Punkteverteilungen immer näher zusammen und die Vergleiche auch ein bisschen anders. Man weiß dann, wenn man an einem guten Tag nicht mindestens 200 geflogen ist, gehört man nicht dazu. Das finde ich ein bisschen schade. Aber schlussendlich geht es darum, sich vielleicht eine Idee auf der Karte anzuschauen, diesen Flug zu planen, zu wissen, wo gibt es welche Schlüsselstelle und das dann auch zu probieren. Und das kann man anhand von eben Flügen, die es schon gibt, wo man besser sieht, was wird wo gemacht, zu welcher Tageszeit. Das hilft eigentlich sehr viel, gerade jetzt, wenn es eben nicht fliegt, diese Flugideen zu sammeln. Dann gibt es eigentlich so diesen Punkt vor dem Start. Also ich packe mein Flugmaterial, gehe zum Startplatz, schaue, dass ich eben alles dabei habe, aber nicht alles zu viel, dass ich nur das, was ich eigentlich brauche. Ab und zu habe ich zwei Paar Handschuhe dabei, weil ich nicht genau weiß, wie hoch ich dann fliegen kann, wie kalt es wird. Dann kann es vorkommen, dass ich die einen nicht brauche, aber es gibt halt so Punkte, wo ich sage, da muss ich ein bisschen flexibel sein, lieber mal etwas zu viel. Wenn ich dann rausgehe, dann habe ich ein Wetter vor mir, eben das ist, und ich vergleiche das dann optisch und mit Messwerten von den Prognosen vom Sollbild. Das ist so der eigentlich für mich wichtigere Punkt, dass man eben dann am Tag rausgeht und schaut, wie ist es wirklich und sich dann auf diese Situation einstellt. Ziele und Strategien, da sage ich einfach, man überlegt sich, was man wirklich dann fliegen will, konkreter, man macht sich vielleicht eine Route oder so Turnpoints ins Gerät rein, man kann sich Optionen ausdenken, alles so immer ein bisschen konkreter vor dem Flug, dann auch der Startzeitpunkt so wählen, damit man dann optimal unterwegs ist, wenn man natürlich weit fliegen will. Zählt jede Minute am Morgen, auch bei X-Alps, da weiß man einfach, jede Minute, wo es steigt, müsste man in der Luft sein. Und so versuche ich, diese Flugzeit zu optimieren, indem ich schon mal früh rausgehe und spüre, ob es geht oder nicht und lasse mir eigentlich die Option offen, gleich wieder landen zu können. Dann häufig kann man ja auch zusammenfliegen, weil zusammen hat man bessere Linien, findet die Thermiken besser und es macht auch mehr Spaß. Und wenn man allein ist, fliegt man dann taktisch vielleicht ein bisschen gemütlicher. Aber gerade eben vor dem Start sich überlegen, wann starten andere, damit man zusammenfliegen kann. Dann hat man vielleicht einen Plan, wie es losgeht, wo man weitergeht. Wichtig ist auch, einen Plan B zu haben. Wenn Plan B nicht funktioniert, was mache ich dann? Also vielleicht noch einen Plan C und D auch noch. Einfach diese Möglichkeiten sich bereithalten, damit man es im Fall dann in der Luft nicht als Überraschung erfährt. Dann so die Risikoeinschätzung. Man hat vielleicht gewisse Bedenken von der Situation, vom Gelände. Vielleicht dort nochmal überlegen, was heißt das konkret? Wie viel riskiere ich da? Hat es vielleicht Vorflieger, wo ich sehe, ob es wirklich so ist oder vielleicht besser? Oder was hätte ich eben auch dort für Möglichkeiten zum den Flug sicher generieren. Aber da komme ich auch noch dazu. Und vielleicht eben noch Hilfen. Ich denke manchmal eben Flugschulen helfen am Anfang, das Ganze besser zu verstehen. Wo kann man sich wie informieren? Und wenn man die Lizenz hat, dann denkt man, jetzt kann man es selber, jetzt ist man groß.
Aber auch da ist es ab und zu gut, wenn man Freunde hat, die schon Erfahrung haben, wo man fragen kann. Vielleicht auch nochmal Fluglehrer oder Flugassistenten, wo man fragen kann. Einfach sich getrauen und nicht denken, ja, jetzt habe ich die Lizenz, jetzt sollte ich es können. Weil schlussendlich geht es immer um diese Einschätzung, wo man machen muss, um sich dann auch mit einem guten Gefühl in die Luft zu begeben. Und für das gute Gefühl brauche auch ich noch nach 22 Jahren Flugerfahrung Hilfen, sei es eben lokale Leute, Messstationen oder eben auch ein Fluglehrer, der mir Tipps geben kann, wie es im Moment ist. Zurück zu unserem Flug vom vierten, der vierte Flugtag. Wir waren ja da früh eigentlich am Startplatz. Ich habe mir lange überlegt, ob es geht oder nicht. Ich habe da nochmal ein bisschen rumgeschaut. Ich habe dann versucht, das Soll- und Ist-Bild zu vergleichen. Eben, es war blau, es war relativ ruhig an diesem Morgen. Die Beobachtungen haben eigentlich gepasst mit der Wetterprognose, aber es hat mir auch nicht viel gebracht, weil ich wusste, ich kann früher starten, als ich Wolken sehe. Also ich muss dann irgendwann mal mich da in die Luft begeben. Das Einzige, was ich noch machen konnte, ist Messwerte anschauen mit den Windwerten über den Alpenhauptkamm. Und ja, dann ging es dann irgendwann mal los. Die Links, wo ich jetzt hier habe, das sind so Meteo-Links, also Messwerte von der Schweiz. Ihr wisst sicher besser bei euch in der Region, wo man die Windwerte herholt. Wichtig für mich ist halt, dass ich die irgendwo im Smartphone so abspeichern kann, damit ich die am Startbildschirm gleich direkt holen kann. Diese Links eben schon vor dem Flug machen. Gut, dann einmal in der Luft geht es darum, abzuchecken, ob es schon steigt oder nicht. Man denkt sich vielleicht irgendwo, könnte es besser steigen wie anderswo, wenn man Wolken hat, unter der Wolke, diese Abrisskanten. Ich selber hatte mal dieses Wassermodell als sehr hilfreich empfunden. Also wenn man sich überlegt, die Erde ist auf dem Kopf und es würde Wasser vom Tal hochfließen, wo tropft das weg? Also diese Abrisskanten dann anfliegen und dann probieren. Lass mir eine Folie dazwischen kommen. Hier noch vom Start. Umgekehrt, wenn ich am Startplatz bin, überlege ich mir, wohin ich fliege, so als vor dem Start. Einfach schon einen klaren Plan haben, an welche Abrisskante ich fliegen kann und es probieren kann. Was ist ein Plan B und wo ist ein möglicher Landeplatz, wenn ich nicht steige? Das ist eigentlich vor dem Flug. Und dann kommt der Start, wo es eigentlich darum geht, eigentlich sicher abzuheben. Und dann ist die Frage, wo kann ich das sicher machen? Also wo passt der Wind, wo passt der Untergrund? Und so diese Frage, was wäre das Schlimmste, was passieren kann? Und wenn dieses Schlimmste schlimm ist, dann muss ich mich vielleicht umschauen für einen besseren Startplatz. Also normalerweise sind die öffentlichen Startplätze soweit sicher. Dort ist vielleicht die Frage, gibt es Abwind oder zu starken Aufwind? Was wäre dann der Worst Case? Aber wenn ich halt draußen beim Hiken unterwegs bin, vielleicht noch in den Alpen, in den Bergen, da ist halt schnell mal, wenn was nicht klappt, ist der Worst Case fatal. Also das lohnt sich manchmal ein bisschen weiter zu gehen und einen besseren Platz zu suchen. Übrigens hier, das Bild ist am Titel, ist dann am vierten Tag am Abend. Oben war Schnee, aber relativ steil und ja, zum Glück hat der Wind gut gepasst und der Untergrund, weil sonst wäre es ein relativ schwieriger Startplatz mit eben schweren Folgen, wenn es nicht klappen würde. Und dass man sich eben das bewusst ist. Dann vorbereiten. Ich sage eigentlich, wenn der Wind passt, kann ich den Schirm mäßig schön ausbreiten und dann mit dem Wind alles schön kontrollieren und dann entsprechend mit gutem Gefühl loslegen. Hingegen, wenn es keinen Wind gibt oder sogar Abwind, muss ich alles wirklich schön
bereit machen, Schirm ganz schön hinlegen, alle Leinen zweimal kontrollieren, weil ich dann einfach mit mehr Energie losgehe. Dann nochmal kurz beobachten, sicher mal, ob der Luftraum frei ist, ob der Wind immer noch passt. Und das gibt mir dann schlussendlich auch das gute Gefühl, wo ich sage, jetzt gehe ich. Dann weiß ich schon, wohin ich fliege. Ich weiß den Plan B. Und so kann ich dann eigentlich gut in den ersten Teil des Fluges starten. Ja, das ist so ein Start. Es hat Aufwind. Ciao. Es hat soweit alles gepasst. Ich warte da los, um abzuchecken, wo das hochgehen. So, auch noch Landewiesen. Wenn ich jetzt da nicht steigen könnte, ich habe mir da hinten die. Ah, das sieht man jetzt nicht im Video. Hinten die erste Abrisskante vorgenommen zu steigen und habe dann auch da versucht, Höhe zu machen. Gut. Während dem Flug. Für mich ist es schlussendlich ein laufender Prozess, den ich machen muss. Ich muss immer schauen, ob alles passt. Ich mache mir immer einen neuen Plan A. Was mache ich, wenn das nicht funktioniert? Was ist der Plan B? Und das gibt immer so ein Gefühl. Man sagt auch eben das Bauchgefühl. Und für mich ist das sehr relevant. Und das ist eben wichtig, dass ich dann auf dieses höre. Und schlussendlich entscheidet das auch, wie sicher ich fliege, wie schnell ich fliege und wie ich das Ganze auch erlebe. Wenn ich da mir auch bewusster bin, in welchem Modus, dass ich mich da in der Luft eigentlich mich begebe, dann ist das vielleicht auch noch eine Hilfe. Also wenn ich bewusst genieße oder wenn ich beim Streckenfliegen oder im Bewerb bewusst angreife oder das Gegenteil, bewusst hinterherfliege und verwalte oder wenn es Schatten gibt oder schwierige Phasen, Schlüsselstellen, ich muss einfach wissen, jetzt muss ich irgendwie oben bleiben und überleben, dann ist mir das eine große Hilfe. Weil das hat ja auch viel mit Geduld haben zu tun. Wenn ich irgendwie unterwegs bin und nicht so richtig weiß, was jetzt kommt, dann bin ich vielleicht gestresst. Und wenn ich dann sagen kann, eigentlich will ich es ja nur genießen, dann kann mir das auch helfen. Dann die Pläne. Ich mache mir einen Plan und ich setze den so lange um, wie das Gefühl stimmt, die Effizienz stimmt und vielleicht auch von der Konkurrenz, dass die mitmacht oder eben nicht. Und sobald ich sage, das Gefühl stimmt nicht mehr oder ich bin nicht mehr effizient unterwegs, dann verwerfe ich diesen Plan. Und es kann auch sein, dass ich einen super Plan habe, aber nach einer Weile finde ich eine neue Option, die noch viel besser ist. Dann verwerfe ich diesen Plan A auch. Also das ist der Best Case, wenn ich dann noch eine bessere Lösung finde. Das kann sein, dass ich jemanden steigen sehe, der noch besser steigt, oder eine Linie, die noch viel besser ist, vielleicht ein bisschen ein Umweg, aber deutlich besser, dann verwerfe ich diesen Plan. Also es heißt, dass ich Pläne mache, ist wichtig, aber dass ich die verfolge, ist nicht 100%. Einfach einen Plan zu haben, hilft, klarer und definierter unterwegs zu sein. Dann das Selbstmanagement. Ich habe Vorsätze, ich will die irgendwie einhalten. Ich überlege mir mal, was ist so mein gesunder Speed, wie schnell ist noch gesund, wann wird es nicht mehr gesund. Und egal, was dann andere machen, für mich ist wichtig, was ich mache. Und eben dieses Einschätzen. Wenn ich jetzt dort rüberfliege, ist es sportlich ein Risiko, dass ich am Boden stehe oder nicht? Oder ist es gesundheitlich ein Risiko, dass ich runterfalle oder nicht? Also diese zwei Risiken sind für mich eigentlich immer abzuschätzen. Solange es um sportliches Risiko geht, finde ich das eigentlich toll und ich bin bereit, da etwas zu riskieren. Sobald ich das Gefühl habe, es wird turbulent und gefährlich, dann ist es gesundheitliches Risiko und ich bin da gar nicht mehr so spaßig drauf. Also da versuche ich dann, das auch möglichst sicher zu gestalten. Und eben flexibel sein,
man tendiert darauf, dass man einfach einen Plan macht und an diesem festhält, manchmal bis man am Boden steht. Und wichtig ist, dass man flexibel bleibt, trotz einem guten Plan. Diese Pläne anpassen, und das kann ja Wetter sein, das ändert, das kann das Gefühl sein, das ändert, oder es kann Anzeichen geben. Einfach, dass man versucht, das Bestmögliche zu machen, um in der Luft zu bleiben, um den schönsten Flug zu haben, um effizient zu sein. Dann der Punkt Risikomanagement. Dieses angesprochene Gefühl ist für mich sehr wichtig, weil wir haben ja beim Gleitschirmfliegen nicht eigentlich ein Indikator, so ein, ja, beim Auto hat man vielleicht den Tourenzähler, wo man genau sieht, wann wird es orange, wann rot. Man weiß auch, was passiert, wenn es in den roten Bereich geht. Beim Gleitschirmfliegen gibt es eigentlich nur grün und dunkelrot. Und dieses dazwischen ist sehr schwierig. Und für mich ist das Gefühl, wenn irgendwas nicht mehr stimmt, ein erstes Anzeichen. Und wichtig ist, dass ich etwas ändere, dass ich wegfliege vom Gelände, dass ich im schlimmsten Fall auch landen gehe, einfach damit das Gefühl wieder gut wird. Und ich habe Tage, wo ich tendenziell mehr die Hemmschwelle höher ist, wo ich länger ein gutes Gefühl habe, dann kann ich auch mehr eigentlich erreichen. Und gerade beim Akrofliegen, bei diesem extremen Training, und es gibt Tage, wo ich mich nicht so gut fühle, und dann muss ich einfach das akzeptieren und nur einfache Manöver machen. Dann beim Fliegen ist eigentlich wichtig, dass man immer das Sicherste wählt. Also jeder Pilot kann abschätzen, wie er eine Situation zu meistern hat. Und er hat auch meistens mehrere Optionen. Und dass man einfach sich eingesteht, jetzt kann es heikel werden. Also wenn es da ums gesundheitliche Risiko geht, dass man sich dann einfach für Sicherste entscheidet und nicht noch denkt, das wird jetzt beim anderen auch gut ausgehen. Dann das Material genau kennen. Wo das Limit ist, ist meistens schwierig einzuschätzen, weil man einfach, solange es fliegt, ist gut. Wenn es nicht mehr fliegt, ist das Limit überstiegen. Und dieses genau zu kennen, ist eigentlich schwierig. Man kann eben üben, man kann Sicherheitstrainings machen, man kann Groundhandling machen, und so kann man das Limit etwas besser einschätzen. Ja, das hilft. Schlussendlich so Notfall, Plan B, was mache ich bei Starkwind, was mache ich, wenn der Schirm klappt, habe Rettungen, was mache ich, wenn ich in eine Wolke gesogen werde, diese Sachen. Dann, wenn ich wählen kann, wenn mir bewusst ist, dass ich da ein Risiko eingehe, dann nur, wenn ich auch einen Nutzen habe. Ich habe früher als junger Pilot viel riskiert, weil es toll war, habe auch viel gelernt, aber ich hatte auch häufig Glück. Und ich denke, heute versuche ich nur noch zu riskieren, wenn es wirklich was bringt. Also ja, vor allem im Wettbewerb. Dann, was mir auch hilft, ist dieses daran denken, so Eselsbrücken. Ich habe viel eigentlich die Erkenntnis, dass etwas passieren könnte, aber ich mache es dann trotzdem nicht. Und ich habe mal für mich dieses CMR, das heißt Kriegelmaurer Reminder, habe ich gemacht. Das ist nämlich so, dass wenn ich in der Luft fliege, dass ich mich dann auch noch daran erinnere, was ich eigentlich machen will oder muss. Solange es schön ist und ich hochfliege, ist es nicht so wichtig, aber sobald ich dann in eine Situation komme, wieder am Abend mit dem Gewitter, was vom Westen herkam, kann ich mich dann auch besser daran erinnern, wenn es eben schwierig wird. Vielleicht noch so als Grundsatz, wir haben ja verschiedenes Wetter, auf der linken Seite haben wir gute Wolken, dann fliegt man, hat man das Gefühl, man fliegt schnell, auf der anderen Seite hat man vielleicht stabiles Wetter und ruhiges Wetter, dann hat man das Gefühl, es sei sicher. Und man verbindet eigentlich auch gleich sicher, gleich langsam und schnell, gleich gefährlich. Aber das kann ja auch gedreht werden. Also, dass man sich immer überlegt, ist es schnell und gefährlich oder kann ich das Ganze auch schnell und sicher machen? Oder ja, manchmal ist möglichst sicher auch gefährlich. Und diese Bewusstheit
in der Luft oder vielleicht schon vor dem Flug zu haben. Was ist es jetzt? Oder was könnte dieser Flug bedeuten? Das ist ein Punkt, den ich immer wieder überlege. Und schlussendlich, dieses CMR ist eigentlich die Eselsbrücke, dass ich mir überlege, wie will ich dann vorgehen, was sind die guten Fragen, die mir in der Luft helfen, und die schreibe ich mir dann auf die Handschuhe. Ich habe eigentlich 10 Punkte, 2 Handschuhe, und ich habe auch die Möglichkeit, oder beim letzten X-Alps habe ich mir das so gemacht, dass ich mir einen Handschuh geschrieben habe für vor dem Flug, weil die Handschuhe ziehe ich mir an, bevor ich losfliege, und ich kann mich da besser an meine Vorsätze erinnern. Und den anderen Handschuh habe ich dann auch für in der Luft, damit ich in der Luft vielleicht auch taktisch eben besser unterwegs bin, dass ich zum Beispiel wie hier auf dem linken Handschuh weiß, in welchem Modus befinde ich mich. Also habe ich zu steigen, Thermik, habe ich zu gleiten, oder attackiere ich oder verwalte ich. Dann auch dieses, fliege ich noch entspannt oder bin ich angespannt. Plan B laufend optimieren, mein Feeling, die Motivation und auch solche Sachen. Und das kann sich jetzt eigentlich jeder selber auch fragen. Die Punkte kann man selber sich definieren. Eigentlich sind es die Punkte, wo man aufschreiben kann, die man häufig vergisst oder falsch macht. Weil damit, dass man sich die mal richtig überlegt, auch auf die Handschuhe schreibt, kann man sich dann auch besser erinnern. Gut, dann bin ich in der Luft und es geht eigentlich darum, die Thermik respektive das Steigen. Und das Steigen und Gleiten, das sind dann eigentlich die zwei Tätigkeiten, wo ich mich dann über den ganzen Streckenflug über versuche zu fokussieren. Ich überlege mir als erstes, was gibt es für Möglichkeiten, wo gibt es eine Abrisskante oder einen Hotspot, eben schon vor dem Start überlegen, dann so die Einflüsse, gibt es Wind, wo ist Lee oder gibt es Inversionen, ab welcher Höhe gibt es vielleicht keine Thermik mehr oder ab welcher Höhe gibt es Höhenwind, wo nicht mehr so toll ist. Dann, dass ich eine Kante abfliege, also wie absuche, und ich kann mir dann anhand von den Steigwerten überlegen, wo drehe ich dann ein. Dann, welche Taktik braucht es? Ist am Hang achten, auf achten besser oder ist sogar drehen möglich und besser? Also diese Technik, wie nutze ich dann die Thermik? Dann, wenn ich mal steige, mir immer überlegen, steige ich am besten Ort? Und wenn ich jetzt da in der Thermik rumkreise, sich überlegen, in welcher Ecke von der Thermik steigt es am besten? Wo fliege ich als nächstes hin, dass ich vielleicht noch besser steige? Da höre ich eigentlich nur noch auf den Varioton. Dann, wenn ich aufsteige, schon eigentlich ein bisschen höher bin, bleibe ich noch oder fliege ich weiter? Das ist so die große Frage. Ich selber sage, wenn es gut steigt, einfach Höhe machen. Wenn es nicht mehr gut steigt oder sogar nicht mehr steigt, dann ist der Punkt zum Weiterfliegen, weil sobald man etwas Höhe hat, sobald man einen nächsten Hotspot anfliegen kann, dann kann man davon ausgehen, dass es dort wieder gut steigt und man so natürlich effizient unterwegs ist. Wenn man auf die Höhe angewiesen ist, muss man natürlich bleiben und irgendwo versuchen, noch ein paar Meter mehr herauszuholen. Und das holt man dann am besten mit Beobachten und Optimieren. Also wenn es andere Piloten hat, ist es einfacher. Wenn man allein ist, muss man halt ein bisschen rumsuchen. Und dort spielt halt auch die mentale Haltung eine große Rolle. Wie kann man sich da motivieren, noch rumzusuchen? Wie kann man sich in diesen idealen Modus begeben, wo man dann am bestmöglichen steigt? Die Technik, viele Piloten fragen sich, wie man zu fliegen hat. Ich persönlich habe in jungen Jahren diese Frage auch immer wieder gehabt und niemand konnte mir die richtig beantworten. Ich habe dann einfach viel selber ausprobiert. Ich habe versucht, mit viel Gewichtsverlagerung zu fliegen oder mit wenig. Ich habe versucht, die Bremsleine um die Handgelenke zu wickeln und oder nicht. Ich habe von dem her eigentlich für mich dann herausgefunden, beim Üben, was für mich am besten ist und ich am wohlsten bin. Und so sah es dann aus nach dem Start.
Es war noch schwach, es war am Hang. Ich habe da viel Geduld gebraucht, um eben da ein paar Meter aufzusteigen. Aber es hat funktioniert und ich kam dann ziemlich bald mal über die Berge hoch und konnte die Strecke Richtung Schweizer Grenze beginnen. Vielleicht hier noch so ein Track von einem vom Start, wo ich da losgeflogen bin. Ich habe mal den ganzen Hang da abgesucht. Ich habe mir gemerkt, dass es da hier ein bisschen gepiepst hat. Es hat hier ein bisschen gepiepst und flog dann bis zur Kante vor. Habe dann bei der Kante ein bisschen gesucht, aber die Werte waren nicht so toll. Flog dann zurück, bin wieder gesunken. Habe dann wieder ein bisschen versucht zu drehen, aber es war dann doch nicht so toll. Flog wieder zurück zur Stelle, wo es am Anfang gestiegen ist. Dort habe ich dann ein paar Mal geachtet und dachte dann, nein, in der Mitte ist es am besten gestiegen und habe dann da gedreht. Und diese Taktik ist eigentlich immer ähnlich. Ich suche zuerst den ganzen potenziellen Berg oder Abrisskante ab und entscheide mich dann dort, wo es am besten steigt, zu steigen. Oben habe ich dann nochmal einen Suchkreis, so einen Suchflug gemacht, um sicher zu sein, dass ich da nicht irgendwo neben einem Supersteigen drehe. Aber meistens steigt es dann auch im Gipfelbereich am besten und da konnte ich doch noch ein paar Meter überhöhen und flog dann weiter zur nächsten potenziellen Abrisskante. Und ja, so sah es dann aus. Wenn man dann ein bisschen höher ist, ist es nicht mehr so wichtig, dass man eben da am Hang rumachtet, sondern man kann dann schon eindrehen und nach dem Variaton am besten Ort drehen. Und hier konnte ich schon ein bisschen die erste Kondensation auf 2,7 aufsteigen. Und dann waren die Wolken schon so gut, damit ich eigentlich schon klar wusste, wo es weitergeht und wo ich in etwa die besten Steigwerte erreichen kann. Übrigens hier unten links Val d'Ur, die bekannte Skiregion, wo ich auch zum ersten Mal da gesehen habe. Und dann kommt eigentlich so das Liniensuchen und ich war schon früh immer imponiert von diesen Vögeln, von den Adlern, von den Geiern, die einfach diese Linien scheinbar mühelos immer finden. Und ich versuche dann auch denen zu folgen und mich auch daran zu erinnern, wie würde ein Vogel fliegen. Und das hilft mir. Und hier noch ein Beispiel von letztem Sommer. Das ist ein Berg da bei uns, wo wir mal richtig starke Thermik hatten. Dort ist es dann nicht mehr ganz so schwierig zu steigen. Dann ist dann eher die Frage, getraut man sich noch zu steigen? Und man sieht den vorderen Piloten, der da richtig stark steigt. Er hat so um die 10 Meter Steigen pro Sekunde. Und ich weiß einfach, wenn ich jetzt auch dorthin fliege, dann ist es eine Frage von wenigen Minuten, wo ich da 1000 Meter höher bin. Und das sind dann wiederum so Momente. Jetzt komme ich auch so in den Bereich von 8 Meter, 9 Meter, wo man dann auch eben ruhig bleiben muss und schauen muss, dass das vom Gefühl her immer noch stimmt, oder? Das ist so ein Beispiel vom Thermikfliegen in den Alpen. Gut, ich würde sagen, wir machen nochmals eine kurze Pause, damit wir die letzte halbe Stunde noch zusammen in Angriff nehmen können. Ich würde sagen, nochmal 5 Minuten. Es ist jetzt 16:24. Um 16:29 würden wir weiterfahren. Ja, so machen wir es, Kriegel. Und vielleicht die Teilnehmer nochmal die Erinnerung an die Fragen, die du gestellt hast, dass sie sich nochmal vielleicht in der Pause beim Kaffee holen schon mal Gedanken machen, was war denn ihr ja, Highlightflug und was sind die Ziele für 2021? Ihr habt das alles mitgeschrieben oder einige von euch und das wollte ich nochmal in Erinnerung rufen. Gut, ja, dann bis gleich. In 5 Minuten.
So, ich weiß nicht, ob der Klaus da noch was umschalten muss. Ich habe halb. Ich hoffe, es passt soweit alles. Wir sind da beim Vortrag übers Gleitschirmfliegen. Ich würde dann mal weiterfahren nach der letzten Pause. Nochmal kurz, bis der Klaus das Okay gibt. Ich bin wieder da, alles gut, passt. Gut. Ich habe noch ein paar Minuten, ein paar Gedanken und dann noch ein paar Minuten Zeit, die Fragen zu beantworten, die bis jetzt reinkamen. Ich hoffe, das passt so. Wir haben kurz vorhin besprochen, wie plane ich meine Flüge, was muss ich alles beachten vor dem Flug, was mache ich am Start, der Start selber, dann die ersten Kreise in der Thermik, um hochzukommen. Jetzt geht es eigentlich weiter mit der Frage, wie komme ich gut vorwärts? Das halt für längere Streckenflüge, aber auch für die Wettbewerbe. Wann fliege ich los von der Thermik zur nächsten? Da ist eigentlich die Frage, wo gibt es einen nächsten Hotspot, also der Plan A? Und dort ist eigentlich die Frage, wie weit komme ich mit meinem Gleiten? Ist mein Gleitschirm mit Gleitzahl vielleicht 9 oder 10? Mit dem Wind habe ich Rücken- oder Gegenwind und der Höhe ausreichend, um einen nächsten Hotspot zu erreichen. Und sobald ich diese Höhe habe, kann ich sagen, jetzt könnte ich losfliegen. Aber ich kann auch noch weiter aufdrehen, um weitere Hotspots anfliegen zu können, um mehrere Chancen zu haben. Und das muss ich jeweils abwägen. Dann habe ich Einflüsse oder Gefahren, die auf mich warten oder zukommen könnten, auch Lähsituationen. Dann, wohin fliege ich, wodurch, also die Linienwahl. Ich sage ja, eigentlich überlege ich mir einen Punkt, wo ich als nächstes aufdrehen kann. Dann sage ich, okay, wie viel Abweichung von diesem Optimal, von dieser Luftlinie will ich eingehen? Weil direkt ist immer am schnellsten, aber ein Umweg bedeutet manchmal auch noch zusätzliche Aufwände. Gerade wenn man an einem Hügel entlang oder an einem Felsen entlang fliegen kann, habe ich zusätzliche Aufwände und erreiche eigentlich diesen Hotspot viel höher, vielleicht etwas später, aber höher. Und diese Zeit, wo ich einspare, die ist dann auch vielleicht schneller. Und dadurch überlege ich mir auch eben diese Abweichung und die sage ich so als Faustregel, die darf so maximal 45 Grad sein. Weil wenn es mehr ist wie 45 Grad, dann dauert der Umweg zu lang. Außer wenn ich eben keinen Hotspot in Aktionsradius habe, dann muss ich einen Umweg in Kauf nehmen, um überhaupt weiterzukommen. Das sind dann diese Entscheide, die ich von Thermik zu Thermik treffen muss. Dann, wie schnell fliege ich? Also grundsätzlich habe ich im Trimspeed bei 40 das beste Gleiten. Also ich komme am höchsten möglichen an. Wenn ich keine Einflüsse wie Gegenwind, Rückenwind oder starkes Sinken habe. Und dann kann ich beginnen zu optimieren, wenn ich eben Gegenwind habe. Gegenwind ist ein Faktor, der mich zum Beschleunigen motiviert. Starkes Sinken ist ein Faktor, der Beschleunigen was bringt, dass ich früher aus der sinkenden Luft raus bin. Und das dritte ist die Frage, wie stark wird es dort steigen? Und wenn es hier, wo ich bin, mit, sage ich mal, 1 bis 2 Meter gestiegen ist, dann wird es dort drüben auch mit 1 bis 2 Meter steigen. Also es das heißt, Beschleunigen ist nicht so hilfreich. Wenn es aber mit 4, 5 Meter integriert steigt, was an einem guten Tag anzunehmen ist, dann hilft es zu beschleunigen. Dann bin ich einfach früher dort, zwar etwas tiefer, aber ich steige dann schnell und bin so früher an der nächsten Wolke. Also diese drei Faktoren, Gegenwind, Sinken und wie stark steigt es, sind entscheidend, wie schnell ich fliege, also wie viel ich beschleunige. Dann gibt es so eine Faustregel, die wir für Gleitschirmfliegen eigentlich ideal finden, das ist so halb bis zwei Drittel beschleunigt. Also man hat beim Tragegurt diese Rollen, wenn die Rolle auf Rollen sind, ist 100%. Wenn die so halb bis drei Viertel gezogen sind, dann ist eigentlich
so gut genug. Und das kann man dann auch immer wieder mal ausprobieren. Beim X-Alps fliege ich diesen Schirm, den Omega X-Alps 3. Der fliegt 40 im Trim und 60 bei voll beschleunigtem Zustand. Und ich flog vielleicht 80% der Zeit halb beschleunigt. Also das heißt etwa 60% vom Weg. Einfach die erste Stufe mit einem Bein. Der Vorteil ist, dass ich da ein noch gutes Gleiten habe, dass ich da ein komfortables Gefühl habe, weil es noch nicht so schnell ist. Und weil der Schirm stabiler ist, brauche ich weniger Korrekturen, weniger Ressourcen. In 20% der Zeit flog ich voll beschleunigt. Das heißt, es war extrem starker Gegenwind, es war extrem starkes Sinken oder die Thermik war wirklich so stark wie damals im Karwendel. Da war 8 Meter Steigen. Da konnte ich dann schon die ganze Zeit Vollgas fliegen, aber das ist dann auch 100% Konzentration und es macht mich dann auch müde. Vielleicht noch generell von den Gleitphasen flog ich vielleicht 70% beschleunigt. In 40% der Gleitphasen flog ich gar nicht beschleunigt, weil ich eben mit möglichst viel Höhe ankommen wollte, um überhaupt Thermik zu finden. Also beschleunigen muss man wirklich nur, wenn es es braucht. Dann wieder aufdrehen. Der Punkt ist eigentlich immer dann, wenn man denkt, man muss jetzt über die nächste Kräte kommen. Ich fliege so viel wie möglich am Hang entlang. Dann eben diese mentale Haltung, wer dreht, verliert. Ne? Du fliegst beim Drehen die halbe Zeit in die falsche Richtung. Und die beste Erfahrung, um diese Punkte da entscheiden zu können, ist Erfahrung aus dem Wettkampf. Also im Wettbewerb sieht man eigentlich 50 andere Piloten, die gleiche Aufgabe haben, was die machen, und man sieht dann auch gleich, was das Beste und das Schlechteste war. Und man sieht sich irgendwo zwischendrin. Diese Erfahrungen, wenn man die in einem Bewerb, vielleicht 50 Kilometer, 3 Stunden fliegen, sieht man die einfach 10 Mal. Und wenn man eine Woche Weltcup fliegt, dann hat man die einfach so 70, 80 Mal erlebt. Und das hilft extrem, um dann auch selber diese besser einschätzen zu können. Ich möchte euch nochmal mitnehmen auf diesen Flug von Davos zum Titlis. Ich habe euch schon erzählt, dass ich eben da am Anfang diesen Hang abgescannt habe. Ich habe dann Steigen gehabt, aber nicht so richtig gut und habe dann durch Beobachten draußen einen Greifvogel steigen sehen. Und der stieg gut über mehrere Umgänge, hat nie geflattert und somit war ich mir sicher, ich kann dort auch steigen. Und das hat dann auch super funktioniert. Ich habe da aufgedreht, man sieht, ich habe immer ein bisschen nachzentriert, darum gibt es nicht so ganz schöne Spiralkreise. Ich fliege eigentlich immer ein bisschen eckig, um eben möglichst immer im besten Steigen zu sein. Dann fliege ich los. Wenn es steigt, versuche ich ein bisschen vom Gas weg. Wenn es weniger steigt, beschleunige ich wieder mehr und drehe dann immer, wenn es piepst und oder wenn ich muss. Jetzt hier zum Beispiel ist spannend, vor dieser Talquerung wollte ich unbedingt nochmal aufsteigen. Aber es ist nicht gut gestiegen. Hier hatte ich ein bisschen besseres Gleiten, aber das Steigen war nicht gut. Und dann habe ich mich entschieden, ich quere das große Tal eher tief. Das war ein Risiko. Aber wenn ich vorher hätte Höhe machen wollen, hätte ich viel Zeit verloren, weil ich den Zyklus nicht erwischt habe. Ich war mir zu 80-90% sicher, dass es drüben auch tief steigen wird. Und das hat hier funktioniert. Das war sportliches Risiko, was ich in Kauf genommen habe, und schlussendlich hat es sich ausbezahlt. Dann ging es eigentlich weiter. Ich habe dann gewusst, ich will ein Stockwerk höher fliegen, damit ich das Risiko nicht mehr eingehe, und bin dann so auf einer guten Höhe, dass dieser selber hochgeflogen, da an Flims vorbei, Lags, dann hier bei Disentis hatte ich einmal plötzlich starkes Sinken. Man sieht es hier, es hat mich da runtergewaschen und weit draußen konnte ich dann wieder aufsteigen bis an die Basis. Jetzt links ist der Oberalppass und hier rechts nach Norden war für mich Neuland. Ich wollte über den Oberalppass fliegen, aber der war im Schatten. Darum habe ich mich entschieden, da durch eine andere Lücke nach Norden zu fliegen. Und das war auch wieder ein Abenteuer für mich neu, aber es hat funktioniert. Ich konnte dann der anderen Talseite
wieder gut aufsteigen. Und als ich da auf 3500 war, habe ich das erste Mal gedacht, jetzt könnte ich eventuell da zum Titlis vorfliegen und eben am Titlis landen. Das war für mich so emotional ein Auf und Ab. Immer dachte ich, es reicht noch, und dann plötzlich wieder sinken bei diesem Titlis. Ich habe gewusst, es wird schwierig. Dann der Oberalpass im Schatten, das wieder umfliegen, immer der Sonne entlang. Diese Hotspots, die sind einfach das Wichtigste. Man muss immer in die Sonne fliegen, damit es dann irgendwie weitergeht. Und diese Vorsätze, diese Strategie, wo ich jetzt in der letzten Folie da zusammengestellt habe, das hat bei diesem Flug funktioniert, obschon es nicht immer ganz schulbuchmäßig war. Und das ist aber auch, glaube ich, eine Stärke, wo ich mittlerweile habe, eben eine Idee entwickeln, wo könnte ich hinfliegen, wo könnte es steigen, dann spontan und eben flexibel bleiben und eben im Moment, wo man sieht, dass der Plan A nicht funktioniert, einen anderen Plan verfolgen, nämlich diesen Plan B. Das gelingt mir relativ gut. Und schlussendlich kommt noch das Landen. Also vielleicht noch beim Streckenfliegen ist ja generell wichtig, dass man einen nächsten Hotspot eigentlich anfliegen kann, damit man steigt. Und wenn man da nicht steigen kann, dass man immer einen Landeplatz im Gleitbereich, im Aktionsradius hat. Also dieser Plan B, der ist einfach für die Sicherheit extrem entscheidend. Als Hängegleiter ohne Motor muss ich das haben, sonst riskiere ich gesundheitlich und dann darf ich es nicht machen. Also das ist vor allem in großen Waldflächen oder bei Gletschern ist das die Situation. Und schlussendlich kommt es dann auch noch darauf an, das Einschätzen, wo kann ich landen. Also was sind meine Fähigkeiten, was habe ich für einen Gleitschirm und was gibt es für ein Landefeld oder eine Landemöglichkeit. Und je besser ich das eigentlich geübt habe oder beim Landetraining ein Gefühl entwickelt habe, was ich mit meinem Material kann, je entspannter kann ich dann eigentlich auch beim Streckenfliegen noch nach Thermik suchen, anstatt an den Landeplatz zu denken. Also diese Verschiebung, also Landetraining heißt eigentlich, man kann besser landen, auf der anderen Seite kann man gelassener fliegen und dadurch besser Thermik fliegen. Also man bleibt länger oben, wenn man besser landen kann, würde ich jetzt mal so von meiner Erfahrung her sagen. Dann kommt vielleicht noch dazu, dass man eben Gefahren erkennen kann. Also gerade wenn man tief ist und rumsucht, ist immer so ein bisschen das mit den Kabeln, sei es Transportkabel oder auch Stromkabel, ist ein Riesenproblem, eine Gefahr. Da ist halt die Sehschärfe entscheidend, und wenn man vielleicht noch Brillen trägt, die dunkel sind, dann am Abend sieht man das auch noch weniger gut, dass man sich das umso besser bewusst ist, wo könnten die Kabel sein, damit man da sicher unterwegs ist. Es gibt auch mittlerweile Geräte, und auch die XC-Track-App hat Warntöne für Hindernisse. Also in der Schweiz ist die Datenbank vom Batzel relativ gut und wir haben wahrscheinlich 99,9% der Kabel haben wir elektronisch und werden gewarnt, wenn wir darauf zufliegen. Heißt in einem Tal mit viel Kabel auch, dass es ständig alarmiert. Ist dann auch ein Stress. Wind erkennen. Ich habe eigentlich aus der Luft die Möglichkeiten zu schauen, gibt es Fahnen, gibt es Rauchentwicklung, wo man den Wind einschätzen kann. Wenn nicht, fliege ich mit etwas Höhe über den Landeplatz und schaue auf das GPS. Und mein Trimspeed ist etwa 40. Wenn ich über 40 habe, habe ich Rückenwind und sonst Gegenwind. Und wenn ich kein klares Speed erkennen kann auf dem GPS, dann ist eine Rückenwindlandung auch nicht so schlimm. Also das ist eigentlich meine Erkenntnis, dann lande ich, wie es mir passt. Und auch wenn ich noch 2-3 km Rückenwind habe, dann ist das nicht so schlimm. Sobald der Wind klar spürbar ist auf dem GPS, macht es natürlich Sinn, Gegenwind zu landen. Hier auch wieder die Frage vom Schirmhandling. Wie gut kann ich da noch würgen? Hier ist vielleicht eine spannende Übung,
dass ich mir überlege, wie weit kann ich den Endanflug hinauszögern. Also man lernt in der Schulung so 10, mindestens 5 Sekunden gerade zu fliegen am Schluss, um den Punkt zu erreichen. Aber versuch doch mal 15 oder 20 Sekunden einfach schön lang gerade den Punkt anzufliegen, weil dann merkt man plötzlich, man bekommt mehr Zeit. Man kann in dieser Zeit beobachten, man bekommt ein Gefühl fürs Gleiten, für die Änderungen, nur über die Bremsen. Und das gibt dann auch mehr Ruhe in die Landung und weniger Pendel, weniger gefährliche Situationen, und ich kann so auch sicherer landen. Dann packen. Ich versuche ja immer so zu landen, dass der Schirm dort runterfällt, wo ich dann auch gleich packen kann. Ich versuche den Schirm so runterzulassen, dass der möglichst nicht über den Boden gezogen werden muss, um eben auch materialschonend da vorzugehen. Und schlussendlich, klar, im Rennen versucht man auch nicht viel Zeit zu verlieren, das heißt Schirm packen, dann in den Rucksack einpacken, dann erst Kleidung ausziehen und einpacken, damit man nicht die Schritte mehrmals macht. Aber hier ist klar, da ist ja eigentlich der Flug vorbei und man hat die Zeit und kann sich die auch nehmen und genießen. Und das Packen ist nicht mehr so wichtig. Wichtig ist aber, dass man nach dem Fliegen den Schirm und das Gurtzeug nochmal auspackt, weil fast immer noch etwas Feuchtigkeit vom Gras oder vom Schnee im Winter, klar, im Tuch ist, und das macht eigentlich das Material stärker kaputt wie die Sonne. Also die Feuchtigkeit muss raus. Vor allem, wenn man auch den Retter nass bekommt, das ist dann auch wichtig, dass man den auspackt. Gut, Außenlandung ist manchmal auch ein Thema, wie geht es weiter? Wenn man in der Schweiz fliegen geht, hat man das Glück, irgendwo fährt immer ein Bus oder eine Bahn weiter. In Südamerika weiß ich, dass es ein Riesenstress ist, also man braucht fast einen organisierten Retrieve, sonst kommt man nicht mehr nach Hause am selben Tag. Das ist halt auch dann das Abenteuer dort. Und wenn ich zu Fuß am X-Hubs unterwegs bin, weiß ich, nach der Landung ist nichts mit einfach stillsitzen, da muss ich irgendwo zu Fuß weiter. Also wenn der Support nicht zu mir kommt, muss ich irgendwie zum Support kommen. Das ist dann noch dieses Logistische, wo ich mir vielleicht schon in der Luft überlege, wie es weitergeht. Gut, hier noch die Landung vom vierten Tag dort in Meiringen. Wie erwähnt, war diese Situation, dass ich da halb oben am Berg ankam, durch die Gleitleistung, leider etwas zu tief, um oben rein zu landen. Ich hätte weiter unten auf die Wiesen eigentlich sicherer landen können, aber dann hätte ich wieder 200-300 Höhenmeter aufsteigen müssen. Und auch hier habe ich versucht, das Optimum herauszuholen, indem ich diesen Landeplatz eigentlich realisiert habe, weil ich auf der Karte gesehen habe, dass der Wanderweg gleich dort hochgeht. Auf der anderen Seite habe ich gesagt, ich kann mal vorbeifliegen und fühlen, wie der Wind ist. Und wenn der Wind vernachlässigbar ist, also wenn es ruhig ist, dann weiß ich von meiner Trainingserfahrung auch, dass ich dort diese kleine Matte treffe. Also ich riskiere gesundheitlich nicht mehr, wie wenn ich unten lande. Und ich habe hier auch die Möglichkeit, einen Anflug zu machen. Und an diesem Punkt jetzt habe ich auch die Möglichkeit zu sagen, ich gehe landen links oder ich gehe sicher landen unten rechts. Also ich kann hier jetzt noch wählen, was ich will. Also wichtig war einfach, den Anflug so zu wählen, dass ich noch spüren kann, wie ist es, und dann entscheiden kann, wo will ich landen. Und so, weil es eben ruhig war, habe ich mich dann für die Landung dort oben entschieden, beim Wanderweg. Und das war dann eigentlich auch gut und einfach umsetzbar. Wichtig ist einfach, dass man sich im Training etwas aneignet und im Rennen dann nicht mehr riskiert oder mehr probiert. Gut, jetzt noch nach dem Flug die Analyse. Für mich macht es schon auch Sinn, dass man nicht bei der Landung sagt, das war's jetzt, sondern sich noch überlegt, kurz, wie war's? Also mal notieren vielleicht, wenn man etwas vergessen hat, oder Checklisten aktualisieren oder so taktische Sachen halt wie gleich notieren, um
das beim nächsten Mal nicht mehr zu vergessen oder besser zu machen. Dann vielleicht auch freuen, was man gut gemacht hat oder wie das Erlebnis war, dass man auch diese positiven Erlebnisse besser mitnehmen kann und dass man sich gleich überlegt, wo könnte man was abschauen? Also was habe ich vielleicht falsch gemacht und kann das besser machen, aber was haben andere an diesem Tag bei dieser Situation besser gemacht und vor allem auch warum? Man kann die vielleicht auch gleich fragen, wenn man die im Landeplatz sieht. Und durch diesen Prozess, dass man sich darüber klarer ist, warum war es so, lernt man auch wieder dazu. Und man kann sich dadurch auch wie die nächsten Trainingsziele setzen oder den nächsten Wettkampf besser optimieren und man kommt so Schritt für Schritt voran. Ich selber bin ja ab und zu beim Training mal eingelandet, habe Landetrainings gemacht und mir auch dort Notizen gemacht, habe Videoanalysen gemacht, um eben auch danach zu Hause noch zu schauen, was habe ich wie gemacht, um so zu lernen, um besser zu werden. Gut, schlussendlich ja, ist für mich die Analyse, wie war es, was war gut, was habe ich vergessen, wo habe ich noch Potenzial. Das ist so meine Standardfrage. Ich bin auch ziemlich ehrgeizig und will natürlich immer noch besser werden, um auch mehr Spaß zu haben. Und jetzt vielleicht die Frage an euch, wie denkt ihr, was könnt ihr gut? Weil ich denke mal, wenn ihr euch jetzt aufschreibt, in was seid ihr eigentlich gut? Vielleicht mal aufs Gleitschirmfliegen bezogen, aber vielleicht auch im Beruf oder im Alltag. Was sind die Stärken von jedem Einzelnen? Das schreibt sich jeder individuell auf, sich das Bewusstsein, das hilft. Nächste Frage ist, wo hast du noch Potenzial? Was sind die Punkte, wo du denkst, kannst du noch besser werden oder möchtest du gern besser werden? Und die dritte Frage ist so, was machst du morgen oder nächste Woche oder nächsten Frühling konkret, um das zu erreichen? Also was ist der nächste Schritt, um konkret von 80% auf 90% zu kommen? Für mich persönlich, für die letzten paar Minuten, ich weiß meine Stärken und Schwächen. Ich versuche, mich wiederum gut vorzubereiten auf die X-Alps. Jetzt in den Wintermonaten eher mit körperlichem Aufbau, Krafttraining und Ausdauertraining. Fliegen ist eher Miniwing und Acrogleiter angesagt, mit Bergbahnen hoch und runter fliegen. Dieses technische. Thermisch ist es nicht so ideal und motivierend im Winter, aber das habe ich auch aufs nächsten Frühling verschoben. Wir haben bei uns tolle Berge. Wir wissen da ein Tal oder wo genau es wie schwierig ist von den Winden, von der starken Thermik. Das hier ist das Gastental, links seht ihr den Öschinensee. Wir wissen einfach, wenn man in diesem Tal sich häufig rumtummelt, das ist so schwierig, wie wenn man in ein Fitnesscenter geht und einfach mal 100 Kilo auf die Waage gibt und dann einfach mal ein bisschen Übungen macht. Je häufiger man die Übungen macht und man es prestiert, je stärker wird man. Wenn man sich eine Zerrung holt, ein negatives Erlebnis, dann ist es zu viel Gewicht. Also ich überlege mir, wo ich im nächsten Frühling wie fliegen gehe, um eben dann im Sommer oder im Juni, wenn das X-Halb startet, wieder als kompakter Athlet da an den Start gehen kann. Und wie das ausschaut, wenn ich da im Winter trainiere, noch ein letztes Video zum Mitnehmen. We'll be right back.
Ja, das war's von meiner Seite mit Bilder, Tipps und Tricks. Ich hoffe, es war soweit verständlich und hilfreich. Weiß nicht, Klaus? Ja, Kriegel, vielleicht machst du ganz kurz die Präsentation mal zu, die Freigabe, dann sind wir beide wieder etwas größer im Bild. Perfekt. Ja, Kriegel, soweit bis hierhin erstmal ganz, ganz herzlichen Dank. Immer wieder faszinierend, in so eine Gedankenwelt, sage ich es mal einfach, von so einem Spitzensportler einzutauchen. Was denkt er eigentlich? Was fühlt er? Wie macht er das eigentlich, dass er so erfolgreich ist? Und ja, ich sag mal auch diesen großen Abstand natürlich zu dem, sage ich mal, normalen Flieger, den es da gibt. Das äußert sich auch ein bisschen darin, dass so richtig niemand rüberkommen wollte bis jetzt mit seinem Highlightflug, ne? Weil im natürlichen AB-Vergleich das vielleicht überhaupt nicht erwähnenswert ist. Es gibt 1, 2, 3, 4 ein paar Fragen, aber jetzt wenn du was hast vielleicht, also ich habe jetzt niemanden, der so richtig was von seinen Highlight-Flügen berichtet hat hier im Forum. Ja, das war auch nicht die Idee. Ja. Die Frage war eigentlich, dass sich jeder für sich überlegt, was war dein Highlight und das für sich bewusst ist. Ja. Und verstehe. Auch die anderen Fragen. Was kann er selber gut, dass er das für sich notiert und nicht eigentlich teilt? Ja. Weil ja. Ich denke, es ist wichtig, sich selber bewusst sein. Und sich mal überlegen, was sind meine Ziele und was möchte ich erleben und was kann ich schon gut und vielleicht auch, wo habe ich noch Potenzial. Also das ist eigentlich nicht die Meinung vom Teilen, aber ich habe mir vielleicht ein paar Fragen notiert, wo ich jetzt da wie beantworten kann. Das sind so 10 Fragen und das interessiert vielleicht alle noch und dann, ja, ist es gut? Ja, gerne. Vielleicht stelle ich vorweg nochmal und dann kommt vielleicht noch ein bisschen was rüber, dass wir, ich sag mal, wo ist die Gemeinsamkeit mit dem normalen Gleitschirmflieger, mit demjenigen, der einfach nur vielleicht 1, 2 Wochen Zeit hat. Da haben wir ja das Thema, was du ganz, ganz oft erwähnt hast, zum Beispiel diese Leidenschaft / Faszination. Das ist ein Punkt, glaube ich, der uns alle verbindet. Dann haben wir natürlich auch was Wichtiges, Ziele. Das hast du auch, diesen Begriff hast du sehr oft verwendet. Ne? Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Geschichte für unsere, für uns alle Gleitschirmflieger. Wir haben das Thema Plan B. Auch das war jetzt ein Begriff, den habe ich mir ganz oft, ich habe mal so eine Strichliste gemacht, wie oft kommt dieses Wort Plan B, eine ganz, ganz wichtige Nummer. Ja, Plan B ist also, und da war ja auch eine Frage in die Richtung, ne, wann triffst du so eine Entscheidung Go, No, Go? Das heißt, es ist so eine Plan B-Entscheidung und eine Strategie, die wir natürlich brauchen für etwas, was wir tun wollen, jeder in seinem Bereich. Und letztendlich ganz, ganz wichtig, dass wir auch wissen, dass wir auch mal Hilfe brauchen, ne, und eine Hilfestellung von außen annehmen. Das waren so die Key Points und da finde ich mich natürlich und ich denke auch die Zuhörer wieder bei dir. Das wollte ich vielleicht nochmal, also da ruhig Mut, auch ruhig nochmal an den Kriegel eine Frage zu stellen. Und ja, Kriegel, dann freuen wir uns auf die Antworten, die du jetzt auf die Fragen hast. Ja, ich denke, das Niveau, wo man sich befindet, das ist eigentlich egal. Die Fragen sind immer die gleichen. Und ich denke auch, das Risiko, wo man sich denn befindet, ist auch immer ähnlich. Das heißt, am Anfang hatte ich keine Erfahrung und habe einen sicheren Schirm geflogen und damit wenig riskiert. Und heute habe ich viel Erfahrung, eigentlich super, aber ich habe auch schwierige Schirme und schwierige Ziele. Und durch diese schwierigen Ziele begebe ich mich wieder in Gefahr und riskiere auch wieder viel. Und so denken wir, dass das bei allen Level etwa gleich ist und das Risiko eigentlich charakterlich gesteuert wird. Also es gibt Piloten, vielleicht auch, die fliegen dann mal Wingsuit oder Basejumpen, die haben einfach eine höhere Risikobereitschaft wie andere. Eine Frage war das integrierte Steigen. Ja. Es gibt beim Instrument diese Anzeige, wo man direktes Steigen sieht und auch das integrierte Steigen. Und man kann eine Zeit definieren, über Sekunden, wie lange man das Steigen integrieren will. Und eine gute Zahl ist so 10 bis 15 Sekunden. Dann überlegt sich das Gerät, wie gut ist es in den letzten 15 Sekunden gestiegen. Man hat also diesen gemittelten Wert. Was ich aber brauche, um die Beschleunigung zu definieren, wie viel will ich beschleunigen, ist, sobald ich Thermik
suche und versuche zu nutzen, bis ich an der Basis bin. Und diese Integrationssteigwerte sind eigentlich dann wichtig, um Gas zu geben. Das heißt, häufig habe ich unten ganz schwaches Steigen, dann ein Stück super gutes Steigen und häufig zu oberst wieder ein bisschen schwächer. Das heißt, die stärksten Steigwerte, aber auch das 15 Sekunden gemittelte Steigen in der besten Phase ist dann auch immer noch ein bisschen zu optimistisch. Und man muss sich dort gut bewusst sein, in welchen Höhen man sich dann beim nächsten Hotspot befindet und wie gut das Steigen dann durchzieht bis oben. Und darum, ich habe jetzt meinen Steigwert auf 15 Sekunden eingestellt. Diesen Wert ist dann auch entscheidend für die Berechnung vom Gleitwinkel, also die Gleitzahlanzeige. Und wenn dieser Wert vom Sinken weniger schwankt, dann wird auch der Wert vom Gleiten gleichmäßiger angezeigt. Das hat diesen Einfluss. Dann war eine Frage, ob ich häufig Klapper habe oder keine mehr. Und ich finde, Klapper gehören zum Gleitschirm dazu. Der Gleitschirm ist das einfachste Fluggerät. Er ist nur ein Stück Stoff und der kann relativ einfach einklappen. Und ich habe auch kein Problem, wenn mein Schirm einklappt, solange ich weiß, was ich mache dagegen. Also es gibt Bereiche, wenn ich zum Beispiel ganz nah am Hang fliege oder an einer Felswand, wie man gesehen hat, das Steigen da am Felsen, dann will ich keine Klapper. Und dann fliege ich auch dementsprechend. Dann fliege ich wie beim Autofahren innerorts, man fliegt mit Bremsbereitschaft. Und dann kann ich eigentlich sagen, dann habe ich fast keine Klapper mehr. Also dann beschränkt sich auf die Flugdauer von 250 Stunden pro Jahr auf etwa 1 bis 2 Klapper. Wenn ich aber hoch bin und voll beschleunigt fliege und mir auch ein bisschen egal ist, ob ich einen Klapper kriege oder nicht, dann kann es immer wieder vorkommen, dass der Schirm einklappt und ich dann reagieren muss, damit er wieder aufgeht. Aber ich denke, dann bewege ich mich in einem Bereich, wo es immer noch sicher ist. Und ganz ohne Klapper zu fliegen, das ist eigentlich unmöglich, vor allem wenn man pushen will. Ja. Man kann mit gutem Können einen A-Schirm fliegen und dann kann man wahrscheinlich sagen, man kommt ohne Klapper durch, aber dann ist man nicht effizient. Dann beim Landen, eben dieses Entscheiden, geht man landen oder geht man nicht, dann fliegt man weg, das ist reine Intuition dann. Und dieses Gefühl entwickle ich eigentlich beim Trainieren. Also ich mache so häufig Landungen mit erschwerten Umständen und ich trete mir im Schnee ein Loch und versuche dann immer wieder dort anzufliegen und zu landen. Mal dynamisch, mal schön gemütlich und das gibt dann ein Gefühl und ich will beim Bewerb dieses Gefühl abrufen können und nicht mehr überlegen, kann ich jetzt landen oder nicht, sondern ich fliege dorthin und spüre dann, das geht oder es geht nicht. Das war die Frage, ob du No-Go- und Go-Entscheidung triffst und wann du die triffst, ob das irgendwo einen Entscheidungszeitpunkt gibt oder Bauchgefühl heraus. Ne? Also ich denke, es fühlt sich so an, dass ich eine Idee habe, dort könnte ich landen. Das ergibt sich ja dann auch aus Ziel, Lust und vielleicht Effizienz beim Bewerb. Und dann fliege ich darauf hin, so gut ich kann und solange das Gefühl ist, das schaffe ich, dann lande ich da. Und sobald dieser Gedanke kommt, irgendwie wird es schwierig oder das Gefühl eben sagt, das passt mir nicht, dann fliege ich weg, dann gibt es ein No-Go. Genau. Und dann war eine Frage vom Namen. Ich heiße Christian, aber da, wo ich herkomme, da sagen alle Krigel. Also das ist ein Übername, ein Nickname. Ja. Und das ist in Adelboden Krigel. In Bern, in der Hauptstadt, sagen alle dem Christian Krigu. Und so ist es in der ganzen Schweiz ein bisschen anders. Also das ist jetzt nicht so weit hergeholt. Aber der Adler von Adelboden gibt es auch noch. Und der habe ich eigentlich bekommen, als ich 2003 einen Europarekordflug flog. Diese 323 Kilometer hat dann ein Journalist zusammengefasst in einem Bericht und hat geschrieben als Titel, der Adler aus Adelboden, weil ich so gut fliege und aus Adelboden komme. Das ist eigentlich dann so entstanden. Mhm. Dann war eine Frage, Fliegen im Regen. Eigentlich als erster Gedanke
nicht so toll, weil man nass wird, aber der Gedanke ist eigentlich sehr gut, weil wenn man Tropfen auf dem Schirm hat, kann das die Strömung beeinflussen. Das heißt, man hat frühere Sackflugeigenschaften. Also man kann weniger langsam fliegen. Es gibt unterschiedliche Gleitschirme, es gibt unterschiedliche Profile, die unterschiedlich auf diese Tropfen reagieren. Das heißt, bei Regen kann es sein, dass man bei einer normalen Kurve in einen Sackflug gerät, also dass der Schirm nicht mehr fliegt und man eigentlich wie ein Fallschirm abstürzt. Und das ist sehr, sehr gefährlich, wenn man das nicht kennt. Jetzt, ich gehe eigentlich all meine Gleitschirme im Regen testen. Also ich fliege im Regen raus, fliege hoch und versuche zu bremsen, um zu spüren, wo ist das Limit, wie viel Reserve hat er noch im Regen eben. Um dann eben im Wettbewerb zu wissen, kann ich noch fliegen oder nicht. Und eigentlich bei allen Gleitschirmen kann man vorbeugen, wenn man in den Regen kommt, damit man möglichst keine Kurve mehr fliegt oder dass man einfach beschleunigt fliegt. Wenn man leicht beschleunigt fliegt, kann man ganz normal landen. Also man macht mit dem Beschleunigen etwas Reserve. Und das muss man einfach wissen. Wenn man mal in den Sackflug kommt, also wenn es mal nicht mehr fliegt, dann kann man eigentlich mit dem Beschleuniger wieder rauskommen. Man kann auch die A-Gurte nach vorne drücken, aber Beschleuniger findet man eigentlich leichter als die A-Gurte, weil ich habe das auch schon erlebt, wenn man spürt, dass es nicht mehr fliegt, dann kommt man sehr schnell in Stress. Man findet dann die A-Gurte nicht mehr so gut. Also der Beschleuniger ist einfacher. Gut, dann war eine Frage, wie ich mich entscheide, ob vorwärts oder rückwärts zu starten. Ich mache es eigentlich generell so, dass wenn ich Aufwind habe, so bis 10 oder 15, bis da starte ich vorwärts. Und wenn stärkerer Aufwind ist, dann starte ich rückwärts. Das heißt eigentlich, dass bei wenig Aufwind oder sogar Abwind muss ich schnell laufen und dann will ich sehen, wo ich laufe. Und dann ist die Vorbereitung so, dass der Schirm am Boden liegen bleibt. Ich kann alles gut sortieren, dann loslaufen. Wenn es mehr Wind gibt wie 15, dann habe ich schon das Problem, dass der Wind der Schirm immer wegweht. Also dann kann ich schon gar nicht richtig vorbereiten und die Leinenkontrolle ist dann auch schwierig. Und dann mache ich mich gleich zum Rückwärtsstart. Rückwärtsstart heißt dann eigentlich, ich stehe rückwärts zur Startrichtung, sehe den Schirm und ich kann die Leinen gut sortieren. Ich kann schon mal ein bisschen hochzupfen und ich sehe, wie den Schirm spannt. Ich sehe, ob alles gut kommt. Ich kann mit den Bremsen immer wieder den Schirm am Boden halten. Und wenn es dann passt, kann ich rückwärts den Schirm aufziehen, alles kontrollieren. Wenn alles ruhig steht, kann ich mich ausdrehen und beschleunigen. Also ich habe diese drei Phasen beim Start. Und dort wird es irgendwann mal bei Wind über 25, 30 wird es dann sportlich. Das heißt, ich kann dann nicht mehr ganz so bewusst sagen, jetzt will ich, jetzt will ich nicht, sondern ich muss dann entscheiden, ich will jetzt starten oder es heißt dann fast so ein bisschen wie, ich lasse mich jetzt starten von meinem Schirm. Also ich schaue einfach, dass es gut kommt und dann kann ich bis zu 40, 45 km/h noch starten. Und dann alles, was mehr ist, ist dann einfach zu viel und ich fliege dann nach dem Start eh rückwärts. Ja. Ihr taucht jetzt ganz kurzfristig die Frage noch auf, welche oder was benutzt du als Anzeichen für den Wind, also zum Einschätzen der Windrichtung und Stärke, wenn du außen landest? Hattest du, glaube ich, vorhin mal erwähnt zwischendurch, ne? Ja, genau. Also wenn es keine Anzeichen gibt, dann schaue ich einfach auf das GPS und ich fliege dann so ein Viereck über den Landeplatz und schaue, aus welcher Richtung, wie stark etwa der Wind kommt, respektive die Stärke ist nicht entscheidend. Es ist eigentlich immer entscheidend, aus welcher Richtung. Und es gibt ganz selten der Fall, dass der Wind ganz unten dreht. Also dass der Wind in den untersten 50 Höhenmeter aus einer anderen Richtung kommt wie oben. Aber dann ist es meist nicht viel, also eine Rückenwindlandung ist dann nicht so ein Problem. Für mich sind so Rückenwindlandungen ab 10 km/h Rückenwind ist einfach das Problem, dass man viel, viel weiter gleitet, als man annimmt. Ja. Weil der Speed kann man dann wegbremsen und man landet auf dem Protektor. Das ist dann nicht so tragisch, aber der Gleitwinkel ist dann viel schwieriger einzuschätzen.
Genau, und da war noch eine Frage von der Bodenspirale. Stimmt, ja. Ich habe so einen YouTube-Kanal, dort mache ich so Kriddles Comments. Dort bin ich gerade dran, eine Erklärung zu machen, wie ich Bodenspiralen mache, auf was es drauf ankommt. Grundsätzlich spirale ich halt, um Speed zu haben. Und mit dieser Speed, mit dieser Energie kann ich dann am Boden mittlerweile bis 360 Grad eine Kurve fliegen auf gleicher Höhe. Und dort ist einfach wichtig, dass man klein beginnt, mit kleinen Spiralen, kleinen, fast so wie Kurvenlandungen. Und dass man im Idealfall im Schnee beginnt, weil im Schnee hat man guten Kontrast und man hat Sicherheit, wenn man etwas verschätzt. Im Wasser ist es auch möglich, aber Wasser ist viel schwieriger, um einzuschätzen. Man sieht die Höhe weniger gut und wird natürlich alles nass, wenn man es nicht trifft ans Ufer. Und dann einfach Schritt für Schritt erhöhen und es ist wie bei allem, wenn man es nicht tausendmal gemacht hat, hat man einfach das Feeling noch nicht so. Genau. Und deswegen sei noch mal an der Stelle erwähnt, Kriegel, dass wir die Steilspiralen überhaupt erstmal zuerst trainieren über Wasser im Sicherheitstraining und Genau. nicht anfangen, jetzt Achtung über dem Schnee im Winter jetzt mal zu probieren, wie das geht und dann auch gleich in Bodennähe. Ja, das ist natürlich etwas, was, ja, wie du schon sagst, tausendfach trainiert. Es sieht so lässig und leicht aus und es hat auch eine gewisse Leichtigkeit natürlich, wenn jemanden das ja, ständig und trainiert und tausendmal geübt hat. Ja. Also was man ja von außen nicht sieht, ist die Belastung. Wenn man eine Thermikkurve fliegt, also so eine flache Kurve, dann hat man keine Belastung oder 1,5G vielleicht. Und wenn der Schirm einfrisst, also wenn der richtig wegkippt, dann bekommt man augenblicklich 3, 4G. Ja. Oder bis 6 kann ich jetzt mit dem Wettbewerbsschirm habe ich bis 5,7G bei etwa 15 Meter sinken pro Sekunde. Und das sind dann Belastungen, wo ich nicht mehr immer ganz klar sehe. Also mir hilft das Training in diesem GeForce-Trainer, da kann ich lernen, ans Limit zu gehen, was ich noch spüre, was ich noch machen kann. Aber bei der Spirale fliegen draußen ist es dann nochmal etwas anders. Und man hat diese Sinkwerte nicht mehr so richtig im Gefühl, weil man dann abgelenkt wird. Und darum eben Spirale ein- und ausleiten in der Luft muss sicher gut funktionieren. Und dann kann man sich überlegen, das am Bodennähen zu machen und dann auch erst eine flache Kurve und dann immer steiler und immer hoch beginnen und dann mit einer konstanten sinkenden Spirale zum Boden kommen und nicht tief beginnen, Ja. weil sonst, wenn man diesen Punkt vom Einfressen gerade bei der Landung hat, dann ist es nicht so ideal. Fatal. Ja. Übrigens lässt sich der Andy Fröscher grüßen. Ich sehe gerade seine Message auf YouTube. Genau, also erstmal Grüße aus Cool. Südtirol. Und er schreibt auch, Moment, hey Kriegli, Kriegel, perfekter Vortrag. Du meinst, man kann Schlüsselstellen aus Flügen aus den XC Contest herauslesen. Zeigen diese Flüge nicht nur eine Linie, ohne die Bedingungen zu zeigen und verleiten zu Fehleinschätzungen? Ja, das Fragte. Ja. ist eine gute Frage. Ich zum Beispiel sage jetzt, es gibt bei ihm zu Hause ein Standarddreieck, wo regelmäßig Flüge über 200 geflogen werden. Und dann gibt es, wenn ich das auf Google Earth analysiere, zwei, drei Stellen, die sind riesige Talsprünge. Und ich kann auf X-Contest diese Flüge anschauen und dann sehe ich eine relativ klare Linie, wo sie immer die Täler queren. Und das zum Beispiel hilft konkret. Oder wenn ich jetzt, es gibt auch eine Seite, die heißt XC Skies. Das sind eigentlich alle Flüge, die gemacht wurden online, sind übereinander gelegt. Dann Und man, knuppelt er die so, ne? Ja. genau, und je röter, je besser. Und ich kann dann Genau. in Südfrankreich bei X-Alps, wenn ich keine Ahnung habe, wie man dort fliegt, kann ich dort auf diese Karte schauen und sehe dann gleich, wo starten die meistens, wo fliegen die meistens durch. Und das gibt mir dann so wie eine Hilfe, wo ist es wahrscheinlich an diesen Tagen dann, wenn ich dort bin, am besten. Also so kann ich Schlüsselstellen schon interpretieren, wie man sie anfliegen sollte. Und man kann ja, oder konnte, ne, bei Skywise kann man
die Tageszeit und die Jahreszeit einstellen. Also man sieht dann sogar, wie normalerweise im April oder im Juli am Mittag oder am Abend geflogen wird. Das kann ich also auch gerade für Südfrankreich bestätigen. Da bin ich relativ häufig geflogen, noch zu Zeiten meiner Segelfliegerei. Und du hast die Berge dort und bei gewissen Wetterlagen, Blauthermik oder Wolkenthermik oder Föhn, dann weißt du irgendwann, wann welcher Berg um welche Uhrzeit super gut funktioniert und unter welchen Bedingungen. Ne? Und das haben die faktisch in diesem, ja, diese Seite, die gab es schon früher und dann hat man alles zusammengewürfelt und dann sieht man wirklich die Hotspots, wo es trägt und wo man einfach auch geradeaus fliegen kann. Ne? Genau. Ja, gerade zu Frankreich ist das eigentlich ganz schön. Ne? Da gibt es ja sogar diesen Parcours bei Gap hinten, der eigentlich immer im Geradeausflug geht, was auch gut so ist, Genau. weil er eigentlich zumindest für die größeren Kisten unlandbar ist in dem Bereich. Ne? Genau. Ja. Dann war noch eine Frage, war noch wegen den Kalorien. Ich weiß nicht genau, wie viel Kalorien ich verbrauche. Es gibt diese Pulsuhren, die anhand von Puls, Alter, Gewicht und der Dauer einen Kalorienverbrauch ausrechnen. Und der ist irgendwo bei einem X-Halbs pro Tag bei 5.000 bis 6.000 Kalorien. Und ich überlege mir dann eigentlich weniger, wie viele Kalorien ich essen muss, sondern das Tolle ist einfach, ich kann von morgen bis am Abend einfach essen, so viel und was ich will. Und so habe ich es bis jetzt geschafft, eigentlich 10 Tage, 12 Tage, 15 bis 17 Stunden Sport pro Tag zu machen, ohne Gewicht zu verlieren. Aber ich weiß, wenn man nicht so konsequent ist und man hat nach einem Aufstieg nicht mehr so Hunger, wenn man dann nichts isst, dann wird es immer schlechter. Dann hat man nämlich noch weniger Hunger und man drückt sich ums Essen. Umso wichtiger ist es dann, einen Supporter zu haben, der sagt, schau hier, das musst du jetzt essen, sonst gehst du nicht weiter. Und wenn man das schafft, regelmäßig irgendwelche Kalorien, wo man gerade Lust hat, manchmal ist die Lust ja auf Süßes, manchmal auf Salziges, meistens aß ich Pasta, einfach auch über den Tag immer wieder Teigwaren, dann funktioniert das mit dem Energiehaushalt relativ gut. Aber ich habe auch schon mal einen Test gemacht, 24 Stunden, so den Berg hoch und runter, einen Tag Hike and Fly in der Nacht mit der Bergbahn. Und da hat die Uhr nach 10.000 Kalorien ausgeschaltet. Das war dann zu viel. Wir machen ja den Test andersrum, Kriegel, ne? Wir probieren ganz viel zu essen und schauen, was passiert, wenn wir nicht uns bewegen. Und deswegen habe ich jetzt sehr wahrscheinlich auch während dieser Veranstaltung circa 6 Kalorien abgenommen, weil ich nur auf diesem Stuhl hier sitze, aber circa, naja, vielleicht 500 zugenommen mit Kaffee und ja, hier war dann auch was Süßes drauf. Also da stimmt der Kalorienhaushalt heute noch nicht ganz. Das heißt, ich muss gleich nochmal vor die Tür. Und dann ist immer ein Licht, wenn man auf die Uhren guckt und die zeigt einem dann nach einem 2 Stunden Spaziergang, oh, das war ja gar nicht so viel, wie ich dachte. Ne? Aber in der Tat, das ist ein toller Hinweis von dir nochmal mit der Ernährung, weil auch beim Fliegen, und ich glaube, das trifft alle, die Sache mit dem Wasser zum Beispiel. Also die Dehydrierung. Das ist schon ein Thema und es geht auch relativ schnell, wenn wir in den Alpen unterwegs sind und kommen aus dem Flachland, dass man also schon immer was zu trinken dabei hat und dass man, auch wenn man nur 2 Stunden fliegt, das ist schon ziemlich lange und man sollte gucken, dass man, die Gurtzeuge haben alle die Chance, heute einen Trinkschlauch hinten reinzustecken oder wenn es eine kleine Wasserflasche seitlich, dass man unterwegs mal was zu sich nehmen kann. Ja, ich Ja. flog früher, habe ich das nicht hinbekommen mit dem Wasserlassen in der Luft. Und ich wollte weit fliegen. Also das Ziel war dann irgendwann mal 8 Stunden in der Luft zu sein, dann 9 Stunden, dann 10. Und 2003 konnte ich das erste Mal eben 11 Stunden fliegen und da habe ich 11 Stunden nichts getrunken. Und es war für mich dann auch möglich, eben 11 Stunden zu fliegen ohne Wasserlassen. Und dann haben mir alle gesagt, das sei ungesund und unvernünftig, gefährlich, Dehydration und so weiter. Aber ich war auch über 90 Kilo, also ich hatte ein bisschen Reserve. Ja. Und jetzt kann ich mir das nicht mehr vorstellen. Ich muss nach 2 Stunden was trinken, sonst kann ich mich nicht mehr konzentrieren. Und ich kann aber auch mit dem Urinalkondom diese Lösungen finden, um eben auch Wasser zu lassen in der Luft. Also das ist halt ein genereller Fortschritt. Und ja, wenn man das weiß und probieren kann, dieses System, ist das noch super vernünftig, wenn man da, ich trinke zum Beispiel auf 10 Stunden etwa 1,5 Liter in der Luft. Ja. Nicht nur einfach Wasser, sondern
was drin, also Kohlenhydratpulver oder Süßes, also Sirup, Ja. oder halt irgendwelches isotonische Getränk, weil der Körper kann es dann besser aufnehmen und man muss auch weniger häufig auf Toilette. Ja. Ist auch beim Sport übrigens so. Wenn man nur Wasser trinkt, das ist das Schlimmste. Weil das kann der Körper Das natürlich spült nicht aus aufnehmen. quasi. Du bist am Ausspülen, genau. Aber beim Genau. dauerhaften Sport musst du auch was anderes zu dir nehmen. Das stimmt, in der Genau. Tat. Ich sag mal, wenn wir jetzt nur 2 Stunden, nur in Anführungsstriche, der Gelegenheitsflieger, der 2 Stunden unterwegs ist, der sollte aber trotzdem gucken, dass er halt irgendwann was zu sich nimmt, weil es schon die Leistungsfähigkeit auch ein bisschen Genau. beeinträchtigt. Das ist ja auch die gleiche Sache mit der Hypoxie. Da war nochmal eine Frage jetzt, wie man sich auf die Höhe vorbereitet. Nun, du wohnst ja schon mal gar nicht so niedrig wie die Flachland-Tiroler bei uns, die also jetzt irgendwie aus 90 Meter Höhe in die Berge fahren. Da ist es nun mal eine ganz andere Nummer als für jemanden, der natürlich schon irgendwo in den Bergen wohnt und immer so wenigstens ein Tausender fast um sich hat. Aber wie machst du es mit großen Höhen? Ja, also ich ertrage die Höhe relativ gut. Ich weiß, Freunde, die tragen die noch besser. Also wenn wir Bergsteigen gehen von 1000 auf 4000, dann haben die gar keine Probleme. Ich habe schon Leistungsabfall und muss auch vermehrt trinken, damit ich keine Kopfschmerzen bekomme. Ich weiß aber, dass wenn man Schritt für Schritt das macht, also wenn man am Abend schon mal auf 2500 in eine Hütte geht, dann ist am nächsten Tag 4000 weniger ein Problem. Wenn ich aber jetzt im Frühjahr nicht in der Höhe war und dann einen Flug habe von 8 Stunden und ich bin 5 Stunden über 3000, dann bin ich einfach müde. Und wenn ich nichts trinke, dann habe ich Kopfschmerzen. Also ich kann dann einfach viel trinken, ich kann Koffeingetränke mitnehmen oder so Koffeinshots und das geht dann relativ gut mit dem. Das ist wieder so ein Punkt, wo du ja auch letztendlich, ja, diese Gedanken, die man zu Papier bringen sollte, Ziele. Und da sollte man natürlich, wenn man jetzt aus dem Winter kommt, ist wenig trainiert und der Frühling beißt, sage ich mal, thermisch relativ gut. Das tut er ja einfach, dass man dann nicht gleich es so krachen lässt und muss nicht am ersten Tag gleich die 4000 knacken. Man kann es dann schon ein bisschen ruhiger angehen lassen und darf auch mal aus dem Bad aussteigen, auch wenn der noch weiter zieht. Das ist zwar, ja, das macht man nicht so richtig gerne, aber man kann es trotzdem mal tun, wenn der gar nicht aufhören will nach oben. Ne? Ja. Genau. Schön, jetzt schaue ich noch mal. Ja, das war die letzte Frage vom Joachim mit der Höhe. So, ja, wir sind auch wirklich gut in der Zeit. 2,5 Stunden, zweieinhalb wirklich faszinierende, informative, ja, Stunden mit dir, Kriegel. Ganz, ganz herzlichen Dank in die Schweiz, dass du dir die Zeit genommen hast, uns nochmal einen Einblick zu geben in deine Gleitschirmwelt und in dem, was du tust, wie du es tust. Und ja, wir hoffen, dass wir dich irgendwann wiedersehen. Verabschieden dich in die Schweiz, und du bist schon da, ne? Wünschen dir und deiner Familie, die Kinder habe ich schon mal zwischendurch hinten drin rumspringen sehen, ne? Wie liebe Grüße an die Familie und bleib's gesund. Und wir drücken uns allen die Daumen, dass 2021 es bald wieder aufwärts geht und wir wieder, ja, so unserem Sport nachgehen können, wie wir das gewohnt waren. Auch für dich natürlich mit den Wettbewerben, die alle ein bisschen natürlich eingeschränkt oder ein bisschen, die deutlich eingeschränkt waren. Und ja, das braucht es schon. Und wir gucken, dass wir da 2021, wir schauen mal optimistisch ins Jahr. Und ja, bis bald. Ja, Ja. vielen Dank, Klaus, für die Organisation, dem Andreas Schubert für die Idee und Möglichkeit. Wir haben uns auch schon verabredet, eigentlich nächstes Jahr im Frühling vor dem X-Alps nochmal sowas zu anbieten. Wir könnten nochmal ein bisschen aufzeigen, vielleicht wir als Team Schweiz 1, wie wir das jetzt gemacht haben, wie wir das vorhaben, das neue X-Alps zu machen. Und wir sind auch daran, ein Buch zu schreiben, eben um nochmal besser zu verstehen, wie wir das machen, aber auch unsere Erfahrungen von den letzten 10 Jahren Hike and Fly Abenteuerrennen zu teilen. Und das werden wir uns sicher irgendwann wieder hören und sehen. Und ich denke jetzt so online, hoffe, es hat soweit gepasst. Und wir werden uns dann Perfekt. austauschen. Und ich bin immer froh über Feedbacks von allen Zuhörern und Teilnehmern, was ich da optimieren kann, weil ich denke, jetzt über diesen Winter ist es schon
Zukunft für mich, meine Erfahrung so online zu teilen. Herzlichen Dank für den Besuch, für die Organisation, dir, Klaus. Und ja, wir freuen uns aufs nächste Mal, Gregel. Und bis bald da draußen. Und gehabt euch wohl, schönes Weihnachtsfest an alle. Und wir sehen uns in 2021. Danke und ciao. Jetzt gucke ich mal, dass ich zuerst das Meeting beende. So, der Stream ist raus.